Was ihr heute seht, ist die schwierigste Karriere-Challenge, die sich bis jetzt jemand vorgenommen hat. Denn ich werde so lange spielen, bis Dortmund gegen Dortmund 2 das Champions-League-Finale ist. Also erstmal muss ich zwei richtig krasse Teams bauen, die die Chance haben, ins Champions-League-Finale zu kommen. Bei einem Drittliga-Team mit 1,5 Sternen wird das natürlich ein bisschen länger dauern. Und selbst wenn ich dann zwei richtig krasse Teams gebaut habe, kann ich auch einfach Pech haben und die können schon im Viertel- oder im Halbfinale aufeinandertreffen. Also es könnte mich später richtig zur Verzweiflung bringen. Vielleicht gewinnen auch beide Teams die Champions League, bevor es eben das Finale gibt. Aber hier bei der zweiten Mannschaft, wo das beste Potenzial bei einer 80 liegt, da brauchen wir noch gar nicht von der Champions League zu träumen. Wir brauchen hier einen ganz, ganz großen Umbruch. Viel Geld haben wir dafür aber nicht. Das reicht hier gerade noch so für einen Jugendscout. Und ich hoffe, der findet hier schon mal einen richtig guten Torwart. Geld ist natürlich jetzt hier fast keins mehr da. In dieser Challenge haben wir aber natürlich einen großen Vorteil. Denn wir können natürlich jetzt hier Spieler aus der ersten Mannschaft in die zweite Mannschaft rüberholen. Und das Ganze ist natürlich ein richtig krasses Upgrade für die Mannschaft. Einmal ein 86er Potenzial und zweimal das 87er Potenzial, was hier dazu kommt. Also vorne sollten wir in der Zukunft schon mal keine Probleme haben. Aber was das Mittelfeld und auch die Abwehr betrifft, haben wir leider keinen einzigen Spieler über einem 80er Potenzial, wo es Sinn macht, den hier rüber zu holen. Also hier muss noch sehr viel passieren. Bevor es ja gleich bei der ersten Mannschaft den großen Ausverkauf gibt, gibt es jetzt erstmal den Ausverkauf hier in der zweiten Mannschaft. Denn selbst mit dem dynamischen Potenzial ist mir ein 80er Potenzial viel zu wenig. Und jetzt habe ich hier ein paar Wochen weiter simuliert und ganz viele Spieler verkauft und ich weiß natürlich, wir haben den Riesenbonus jetzt durch die erste Mannschaft und theoretisch könnten wir einfach rübergehen und ein paar Millionen von Dortmund 1 hier investieren in die zweite Mannschaft und eben die nächsten Supertalente hier rüber schicken. Aber das auf jeder Position zu machen, wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Gut, bei diesen drei Spielern, da muss man es einfach machen. Aber bei den restlichen Spielern, da sollen so viele wie möglich aus eigener Kraft geholt werden. Und aus eigener Kraft haben wir hier 5 Millionen erwirtschaftet durch die Verkäufe. Und wir gehen sogar noch hoch auf 9 Millionen, denn wir haben hier direkt die nächsten Spieler verkauft, die ordentlich noch was reingebracht haben. Aber jetzt können wir auch keine weiteren Spieler mehr verkaufen. Wir müssen wieder Spieler dazu holen. Also ein dritter Scout würde hier, glaube ich, noch Sinn machen. Gucken wir aber erstmal auf die anderen beiden. Ja, den Ein-Sterne-Scout habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Und die Spieler, die muss man jetzt hier auch nicht lange erwähnen. Aber einen guten Torwart zu bekommen, das ist jetzt hier ganz wichtig. Im ersten Scout-Bericht bekommen wir den aber schon mal nicht. Und bevor ich gucke, wo ich den dritten Scout hier hinschicke, gucken wir jetzt hier erstmal nach richtig guten Talenten. Hier sehen wir einfach mal ein 86er Potenzial. Bei dem Bruder von ihm lief es nicht so gut in Deutschland. Ich hoffe, er schreibt aber eine andere Geschichte. Er soll nämlich jetzt hier der Abwehrchef von der zweiten Mannschaft werden. Und damit machen wir hier den ersten Transfer in dieser Karriere. Das hier ist der erste Spieler, der eben nicht aus der ersten Mannschaft kommt. 1,5 Millionen haben wir hier ausgegeben. Da hätten wir auch noch ein bisschen besser verhandeln können. Und damit holen wir uns hier schon mal ein richtig krasses Upgrade in die Mannschaft rein. Ja, oder auch nicht, denn ich sehe hier gerade, dass sein Potenzial runtergegangen ist auf eine 82. Ich habe mir den ersten richtigen Transfer hier anders vorgestellt. Vielleicht sollten wir das Geld lieber doch in den Jugendscout hier reinstecken. Da bekommen wir auch mehr Spieler raus. Und vielleicht sehen wir hier direkt schon unseren neuen Linksverteidiger. Aber da gucken wir gleich drauf. Ich glaube, es wird Zeit, jetzt auch zur ersten Mannschaft zu gehen. Nicht, dass die noch mehr Transfers machen, die ich normalerweise nicht machen würde. Zum Glück gab es hier aber keinen richtig krassen Verkauf. Aber eine Sache werden wir hier noch machen, bevor wir rüber wechseln. Nämlich hier die Positionsumwandlungen. Die wichtigsten Spieler sind zum Glück hier geblieben, aber auch hier werden wir natürlich einen ganz, ganz großen Umbruch brauchen. Auch hier werden wir fast jede Position austauschen müssen. Und erstmal werden wir hier die linke Seite auflösen. Laien bringen uns natürlich hier nicht weiter. Da wollen wir natürlich Spieler entwickeln, die dann auch bei uns bleiben. Die älteren Spieler, die müssen natürlich jetzt hier verkauft werden. Die sollen natürlich jetzt nicht die Position blockieren, wo sich andere Spieler entwickeln könnten. Und alt ist in dem Falle eigentlich jeder über 25. Denn ja, bis die zweite Mannschaft überhaupt in der Champions League spielt, werden die natürlich dann schon viel zu alt sein. Vielleicht bekommen wir da auch noch ein paar Tauschdeals hin. 84 Millionen haben wir jetzt hier am Budget. Also im August wird hier noch sehr, sehr viel passieren. Nicht nur in der ersten Mannschaft. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst bei diesem 90-Minuten-Video einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Und hier fangen wir auch direkt an mit einem ganz komischen Angebot. Der Spieler ist jetzt hier zu Dortmund gewechselt, während wir eben bei der zweiten Mannschaft waren. Von Freiburg und jetzt will ihn Freiburg zurück. Hat ein 81er Potenzial. Das wird hier der erste Verkauf. Und Stürmer muss ich noch gucken, ob wir mit Moukoko gehen. Aber fest steht schon mal, dass alle hier wechseln wird. Ja, und Füllkrug, der ist leider gerade erst gewechselt. Aber damit er eben kein Potenzial blockiert, müssen wir ihn dann eben ausleihen. Bei Süle wäre es eigentlich schon gut, wenn er hier ins Ausland wechseln würde. Wir sollten nämlich die Gegner in der Bundesliga nicht zu stark machen, denn später müssen natürlich zwei Dortmunder Teams hier auch in die Champions League Plätze reinkommen. Mal gucken, ob noch ein anderes Angebot reinkommt. Oh nein, eine Woche später leider kein Angebot von einem anderen Verein, also werden wir das Ganze jetzt hier einfach annehmen. Wir haben schon ein bisschen Zeitdruck, deswegen werden wir bei Brandt das Angebot auch direkt annehmen. Und zur Sicherheit auch nochmal das hier. Und auch Malen hat nicht so viel Potenzial nach oben, also
also werde ich auch dieses Angebot annehmen. Ja, und damit gibt es jetzt hier ein dickes Upgrade bei dem Kontostand, 291 Millionen. Aber natürlich jetzt auch einige Baustellen, die jetzt hier offen sind. Links ist aber hier erstmal keine Baustelle offen, da können wir Adeyemi direkt hinpacken. Und bei dem ersten Transfer, da werde ich direkt schon mal ein dickes Zeichen setzen. Mbappé hat nur noch ein Jahr Vertrag. Der wird nie wieder so günstig sein. Wir versuchen mal einen Tauschdeal. Mal gucken, ob es jetzt hier bei 125 Millionen klappt. Und ja, das klappt. Und damit haben wir hier direkt schon mal den ersten von drei Spielern mit einem 94er Potenzial. Und ich glaube, im Laufe der Zeit werden auch noch die anderen beiden mit Vinicius und auch Haaland dazukommen. Aber jetzt kommt natürlich erstmal Mbappé ins Team. Und für ihn werden wir auch direkt mal die Formation umstellen. Adeyemi geht auf den rechten Flügel und Mbappé, der wird natürlich umtrainiert und ist hier für den linken Flügel eingeplant. Aber nochmal ein Spieler über 100 Millionen, den können wir uns hier wahrscheinlich nicht mehr erlauben. Und deswegen wird Zaire Emery hier der nächste Transfer. 90er Potenzial, Sabitzer können wir dann auch direkt eintauschen. Dann würde auch direkt hier zum Schlüsselspieler. Das ist also Transfer Nummer 2. Und jetzt muss auch hier was in der Verteidigung passieren. Und auch da wollen wir eine 79er Gesamtstärke, am besten in einem Tauschspiel. Ja, das klappt leider aber nicht. Und vielleicht warten wir auch gar nicht ab und holen noch eine bessere Gesamtstärke mit Guardiol. Ja, hier scheitert es nicht direkt. Da haben wir zwei Linksfüße in der Verteidigung, aber sollte hier natürlich egal sein. Also das hoffe ich zumindest. Kriegt nicht mal eine richtige Vorstellung. Aber Guardiol ist jetzt hier wieder zurück in der Bundesliga. Schlotterbeck hat ein 86er Potenzial, also da müssen wir erstmal nichts machen. Aber die Außenverteidiger, die müssen wir auf beiden Positionen austauschen. Und auf der linken Seite will ich mir da direkt den besten Spieler unter 22 holen. 89er Potenzial, da wir wahrscheinlich die meiste Zeit auch in der zweiten Mannschaft sein werden. Werden wir hier wahrscheinlich noch nicht so die krassen Entwicklungen zum Start sehen. Also hier muss das Potenzial so hoch wie möglich sein. Und ja, vielleicht ein bisschen zu viel bezahlt, aber wir kriegen den nächsten Tauschdeal direkt hin. Sehr gute Sache, damit geht es hier so richtig voran. Also die Zukunft auf der linken Verteidigerseite ist damit auch schon mal gesichert. Und 55 Millionen plus Sergi Roberto ist zumindest ein toller Preis. Und wir müssen auch so ein bisschen drauf achten, denn jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Geld und auch nicht mehr so viele Spieler, die wir hier verkaufen können. Und wir müssen ja noch zwei Positionen austauschen. Also der nächste Außenverteidiger wird deutlich günstiger. Frimpong hätte das beste Potenzial, auch direkt eine richtig gute Gesamtstärke. Aber hier müssen wir natürlich sparen. Am besten wäre natürlich, wenn wir hier wieder einen Tauschdeal hinbekommen, damit wir auch direkt den nächsten Spieler hier loswerden und auch das klappt. Ja, wir müssen noch einen weiteren Spieler verkaufen, damit er dann auch Stammspieler ist. Aber mit dem 86er Potenzial auf der Rechtsverteidigerposition sind wir da auch schon mal gut aufgestellt. Ja, zwei Spieler müssen wir da noch loswerden und jetzt müssen wir vor allem noch einen Spieler für die ZOM-Position holen. Ich kann schon mal so viel sagen, Musiala oder Wirtz werden es hier nicht. Und wir bleiben auch nochmal hier bei den Außenverteidigern. Tom Rothe war ausgeliehen, den habe ich zurückgeholt. Und er wird dann der Linksverteidiger für die zweite Mannschaft. 69 ist dann für die erste Liga dann doch ein bisschen zu schwach. Auch wenn sein Potenzial hier hochgegangen ist auf eine 87. Und mit ein bisschen Glück geht auch das Potenzial von Reyna hier hoch. Dann bräuchten wir nämlich auf der Position kein Geld ausgeben. Und ja, auch da läuft es gut. Auch er geht auf eine 87. Perfekte Sache. Damit kommt er direkt hier in die Startelf. Für die Tore sorgen im ersten Spiel aber Adeyemi und Mbappé. Bin gespannt, wo diese Mannschaft hier am Ende der ersten Saison landen wird. Und ich bin auch gespannt, was bei der zweiten Mannschaft noch passieren wird. Denn jetzt bin ich hier aus Versehen schon zum Deadline Day gegangen. In der Hoffnung, dass ich Riasson hier noch verkaufe. Aber der ist ja erst seit 2023 da. Oftmals kommen dann keine Angebote rein. Vielleicht klappt es hier noch mit einer Leihe. Und ja, hier kommt direkt ein Angebot rein. Damit würde er hier noch wechseln. Sehr gute Sache, damit wir auch ganz, ganz sicher sind. Wie gesagt, die meiste Zeit werden wir wahrscheinlich bei der zweiten Mannschaft verbringen. Aber bestimmt auch mal in der ersten. Und da wollen wir natürlich nicht riskieren, dass irgendjemand sein Potenzial verliert. Der Spieler, der das meiste Potenzial hat, der soll auch Stammspieler sein. Und damit schließen wir hier auch die erste Transferphase ab. Einiges hier bei Dortmund passiert. Aber da wird in Zukunft noch viel mehr passieren. Jawohl, warte mal, wir haben noch 55 Millionen. Und jetzt muss hier erstmal auf der Bank noch ganz viel passieren. Zuallererst hole ich da schon mal einen richtig guten Backup-Keeper, falls da in der zweiten Mannschaft irgendwas schief gehen sollte. Sind wir mit ihm schon mal ganz gut aufgestellt. 87er Potenzial. Und auf der Innenverteidigerposition steigern wir uns dann sogar noch von dem Potenzial auf eine 88 hoch. Und wie gesagt, es ist nicht der Plan, die Jungs dann in die zweite Mannschaft zu holen. Aber falls die ihr Potenzial nicht verlieren sollten und eben alles komplett schief läuft, dann haben wir da schon mal richtig gute Talente geholt. Hier bezahlen wir 8 Millionen und 10 Millionen mehr bezahlen wir hier für Garnacho. Der wird jetzt hier der Backup auf den Flügelpositionen. Und dann holen wir uns noch einen Spieler für die ZM-Position. 72er Gesamtstärke, 86er Potenzial, 6 Millionen. Und zum Abschluss will ich hier noch einen Stürmer holen. Den neuen Spieler will ich aber natürlich logischerweise nicht eintauschen. Guter Transfervorschlag hier von EA. Gucken wir mal, ob wir ein 86er Potenzial für 5 Millionen bekommen. Und ja, Spieler sieht so ein bisschen aus wie Tell. Zwei Potenzialpunkte weniger, aber Hauptsache wir haben da erstmal einen Stürmer als Backup, der sich da entwickeln kann. Und das ist dann auch wirklich der allerletzte Transfer hier bei der ersten Mannschaft. Und auch der letzte hier allgemein in der Transferphase, denn jetzt können wir so schnell nicht rübergehen zur zweiten Mannschaft. Aber eine Sache müssen wir davor sowieso noch machen. Angebote müssen natürlich hier geblockt werden. Ich hoffe, das funktioniert dann auch, denn ich hätte keine Lust darauf, dass wir hier Spieler verlieren. Das Ganze ist jetzt hier erledigt. Die Mannschaft steht. Trainingspläne brauche ich, glaube ich, gar nicht einzustellen.
erzählen, denn wir wechseln ja gleich den Verein. Ich mache es aber sicherheitshalber hier einfach mal trotzdem. Und eine Sache muss ich hier natürlich noch machen. Mbappé wird natürlich jetzt hier zum linken Flügel. Die Mannschaft steht. Wir haben jetzt hier einfach mal 16 Euro übrig. Und da muss ich mich natürlich jetzt hier ganz schnell aus dem Staub machen. Ja, und dass ich bei jedem Wechsel das hier wieder neu einstellen muss. Also die Coaches, das hilft natürlich nicht besonders. Und es kommt sogar noch schlimmer, denn ja, das, was wir bei der Jugend gemacht haben, das ist hier direkt wieder weg. Also das hilft jetzt alles nicht unbedingt, aber wir müssen hier weitermachen mit dem, was wir hier eben haben. Und auch die Jugendspieler sind hier einfach mal neu. In dem Fall ist das aber eine richtig gute Sache. Ja, nur schade, dass wir den Keeper hier noch nicht verpflichten können. Genauso wie diesen ZOM. Aber ganz allgemein, guckt euch hier die Potenziale an. Also ich glaube, eben beim ersten Mal waren nicht so viele maximal 94er Potenziale hier am Start. Aber das nehmen wir natürlich gerne mit. Neuen Scout müssen wir natürlich hier einstellen. Wir nehmen da direkt den Besten. Wir brauchen ja auch noch viele Spieler und eigentlich, ja, Mittelfeld und Defensive alles. Also suchen wir mal nicht speziell nach einer Position. Torwart haben wir hoffentlich schon einen gefunden. Hoffentlich ist da das Potenzial dann auch richtig gut. Falls nicht, suchen wir hier nochmal einen in Italien. Und ich glaube, noch einen loszuschicken, das könnten wir uns da nicht leisten. Wir müssen die Spieler ja auch noch verpflichten. Wir springen also jetzt einen Monat nach vorne. Gucken wir erstmal auf den Torwart, aber ja, auch hier werden wir, glaube ich, nichts finden. Hoffentlich haben wir gleich nochmal einen Scout für 500.000 oder sowas in die Richtung. Und hoffentlich haben wir zumindest einen guten Spieler hier. Das sieht schon mal gut aus. Und ja, bevor wir einen Scout für 500.000 holen, holen wir jetzt erstmal einen Jugendspieler für 500.000. Beziehungsweise mit einem Marktwert von über 500.000. Wir müssen da zum Glück nicht so viel bezahlen. Aber er ist noch weit weg von der Startelf und Potenzial haben wir auch noch nicht angezeigt bekommen. Und jetzt springen wir direkt einen Monat weiter und der Jugendspieler sieht hier wieder sehr, sehr gut aus. 900.000, wir gehen hier in die richtige Richtung. Und ich glaube, der wird jetzt hier auch die Million knacken bis zu einer 76er Gesamtstärke. Gucken wir auf den Marktwert, genau 1 Million. Ich hoffe aber, dass er kein Angreifer ist, sondern Mittelfeldspieler. Ja, und er ist Mittelstürmer. Ja, das sieht leider nicht so gut aus. Wir könnten natürlich auch mit 2 Stürmern spielen. Aber ich hätte ihn lieber natürlich auf der ZOM-Position. 32 Wochen, das dauert aber zu lange. Aber bei dem anderen Jugendspieler dauert das zum Glück nicht so lange. Weil wir jetzt hier gleich eine 60er Gesamtstärke sehen, die wir auch sehen, dann können wir gleich auch direkt das Potenzial uns angucken. Auch der Stürmer geht hier noch hoch. Und jetzt haben die beiden hoffentlich auch ein hohes Potenzial. Beziehungsweise hoffentlich ein bisschen mehr aufregender Mann für die Zukunft. Ja, hier sehen wir aber einfach mal gar kein Potenzial. Aber zumindest bei dem ZOM, da haben wir schon mal einen Spieler, den wir jetzt hier einsetzen können. Dafür müssen wir aber natürlich erstmal hier die Formation anpassen und am besten auch noch ein paar Spieler rausschmeißen. Nicht, dass die ihn hier irgendwie noch blockieren, denn der darf auf keinen Fall Potenzial hier verlieren. Also einen Jugendspieler haben wir noch. Wir brauchen aber noch 6 weitere. Und ich glaube, gleich muss ich auch direkt gezielt nach Verteidigern suchen. Und da mache ich das, was bei den Jugendspielern am besten funktioniert auf der Position. Wir gehen nach Afrika und suchen nach starker Physis. Ja, und 72.000 will ich wirklich nicht verschwenden hier für den 1-Sterne-1-Sterne-Scout. Das Ganze, das können wir uns, glaube ich, sparen. Und jetzt bin ich hier wieder einen Monat weiter gesprungen. Leider eine schlechte Nachricht. Keller bekommt hier aktuell keine Einsätze. Vielleicht liegt es auch an Fuchs. Den werde ich hier direkt mal verkaufen. Damit die Jugendspieler hier auch Einsatzzeit bekommen, werde ich auch noch weitere Spieler verkaufen. Erster Scout-Bericht hier aus Kamerun. Leider wirklich eine richtige Enttäuschung. Also da war wirklich gar nichts drin. Jetzt gucken wir mal bei dem ZOM, was für ein Potenzial er hat. Vielleicht spielen wir einfach mit 2 ZOMs. Und ja, aufregender Mann für die Zukunft. Und damit werden wir das System hier direkt mal verändern. Ich weiß nicht, ob das defensiv so gut ist, aber Hauptsache, die spielen hier erstmal. Und jetzt brauchen wir ja noch 5 Jugendspieler, denn ich glaube, Vuskovic, den werden wir auch ersetzen. Aber gut, erstmal müssen wir da natürlich einen guten Jugendspieler finden. Ja, und leider lief es jetzt nicht ganz so gut mit den Verkäufen. Nur 2 weitere Spieler haben wir hier verkauft bekommen. Also das heißt, die Spieler, die wir jetzt nicht verkaufen konnten, die müssen wir dann freigeben, wenn wir eben gute Jugendspieler finden. Und jetzt können wir ja mal ganz kurz gucken, was die erste Mannschaft so macht. Da gab es ja eine spannende Champions-League-Gruppe. Die hat Dortmund aber leider nicht überstanden. Ja, an manchen Positionen ist die Gesamtstärke natürlich auch ordentlich runtergegangen, aber ich glaube, nächstes Jahr werden die da wieder angreifen. Und jetzt greifen wir uns hier hoffentlich einen richtig guten Jugendspieler ab. Ja, der ist es leider noch nicht, aber der ist es auch nicht. Bisschen zu früh gefreut, 300.000 hier abgelehnt. Ja, eigentlich dürfen wir nicht die krassesten Ansprüche haben, aber Richtung 60er Gesamtstärke und ein gutes Potenzial sollte es dann schon sein. Und auch der 3. Scout-Bericht liefert hier nicht wirklich ab. Und wir sind jetzt hier schon im März, also so langsam bekommen wir hier echt ein Problem. Aber dass so viel Zeit vergangen ist, ist auch eine gute Sache. Transferbudget ist auch durch die Transfers ein bisschen hochgegangen. Das heißt, hier können wir direkt doppelt suchen. Aber auch im nächsten Monat bringen uns hier 2 Scout-Berichte nicht nach vorne. Dann lösen auch noch welche hier ihren Vertrag auf. Und apropos Vertrag auflösen, das werde ich jetzt auch bei unserem Keeper machen. Denn da ich gleich wieder den Verein wechseln muss und die Jugendspieler hier sonst verschwinden, habe ich es eingestellt, dass ich auch 15-Jährige hier verpflichten kann. Und damit haben wir hier einen neuen Keeper, aufregender Mann für die Zukunft. Also das sieht da schon mal richtig gut aus. Ja, es könnte so einfach sein, den Spieler hier einfach rüberschieben.
Aber das wäre dann auch wirklich zu einfach. Ich versuche alles, damit das hier nicht passieren wird. Aber ja, so wirklich gut läuft es hier nicht. Und jetzt gehen wir hier in die letzten beiden Scout-Berichte der Saison rein. Die Saison ist jetzt zu Ende gespielt. Ich bin schon 3 Stunden in dieser Karriere. Und das Team der zweiten Mannschaft ist noch lange nicht zu Ende gebaut. Jetzt bekommen wir hier aber nochmal zum Abschluss einen richtig guten Spieler. Also hoffentlich, das werden wir natürlich gleich erst sehen. Ich habe auch gar nicht auf die Position geachtet. Die wird natürlich auch wichtig sein. Ja, hier ist leider nicht wirklich was dabei. Bei den Spielern müssen wir noch so ein bisschen auf das Potenzial warten. Aber ja, 56, 55, 54, das ist eigentlich viel zu schwach. Schwach waren wir dank den Neuzugängen auch aus der ersten Mannschaft, hier aber nicht in der ersten Saison 8. Platz. Nächste Saison sollten wir dann schon um den Aufstieg mitspielen. Denn wir haben zum Beispiel hier einen Bino Gittens, der jetzt schon über der 80er Gesamtstärke ist, 19 Scorerpunkte. Also die drei, die werden sich natürlich extrem krass hier entwickeln. Und die Jugendspieler hoffentlich natürlich auch. Und jetzt gucken wir hier mal auf die erste Mannschaft und da sehen wir direkt schon mal, die haben Mokoko verkauft. Selbst mit Angebote blocken geht das also durch. Das ist schon mal eine sehr schlechte Nachricht. Vor allem, wenn dann natürlich so ein Stürmer als Ersatz geholt wird. Zum Glück kann ich die Transfers hier aber rückgängig machen. Hier mit der Cheat Engine. Ohne das würde das einfach nicht funktionieren. DFB-Pokal können wir hier in der ersten Saison leider nicht reingucken. Champions League haben wir uns ja schon angeguckt. Da zeige ich euch noch kurz den Verein, der den Titel hier gewonnen hat. City kann sich hier gegen Real durchsetzen. Und hier sind hoffentlich in 3, 4, 5, 6 Stunden die beiden Dortmund-Logos zu sehen. Bundesliga gucken wir uns natürlich noch an. Da gibt es den zweiten Platz. Aber das ist auch erstmal nicht das Wichtigste. Hauptsache, die Spieler entwickeln sich da natürlich erstmal gut. Ja, ohne Entwicklungspläne natürlich ein bisschen langsamer als jetzt hier mit. Aber aktuell müssen wir natürlich den Fokus hier auf die zweite Mannschaft setzen. Und da gehen wir jetzt auch direkt rein in die zweite Saison. Und hier gucken wir uns direkt mal die Potenziale an. Ja, bei dem Innenverteidiger hat sich leider nichts getan. Bleibt bei einer 82. Rote 87, der Keeper 86. Brown ist hier bei einer 87. Keller ist leider runtergegangen. Ich glaube, der hatte sogar eine 89 und ist auf 83 runtergefallen. Dafür aber eine gute Nachricht hier bei Bino Gittens und auch bei Brunner. Da haben wir einmal 93 plus 91 und hier haben wir nochmal das 90er Potenzial. Und das wollen wir so schnell wie möglich auch auf diesen Positionen jetzt hier sehen. Und jetzt wollte ich eigentlich schon mit einem anderen Satz hier anfangen, wo ich sage, ja, das mit den Jugendspielern, das wird eh nichts mehr. Warte mal, der nächste könnte auch direkt richtig gut sein. 2 gute hintereinander. Ja gut, mein Plan war eigentlich jetzt ein anderer. Dazu gleich gucken wir uns hier noch den Brasilianer an. Ich habe mal ein bisschen versucht, was anderes zu machen. Flügelspieler, rechter Verteidiger. Ja, aber das war ja fast schon ein Experiment hier. Dann ist Deutschland und defensiv stark schon ein bisschen besser gewesen. Ja, das war der zweite Scout-Bericht, beziehungsweise der zweite Monat. Im ersten Monat war wieder nichts dabei. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, das wird nichts mehr mit den Jugendspielern. Habe alle Spieler hier gefühlt verkauft. Also hier seht ihr das Ganze auch nochmal in der Übersicht. Wirklich fast alle sind hier verkauft worden. Und wir haben auch ordentlich Geld eingesammelt. Um genau zu sein, einfach mal 14 Millionen. Und damit will ich hier gleich noch Talente kaufen. Aber jetzt gucken wir erstmal auf die Talente hier in der Jugendakademie. Da haben wir nämlich direkt 2 Verteidiger, die schon mal richtig gut aussehen, werden wir direkt holen, um natürlich dann auch das Potenzial zu erfahren. Also vielleicht muss ich gleich keinen neuen Verteidiger hier kaufen. Ja gut, einer, den muss ich schon mal ersetzen. Also da muss ich gleich nachlegen. Bei dem anderen zumindest großes Potenzial. Ich glaube, bei dem werden wir es versuchen, den hier eben aufzubauen. Aber ja, der hier hat noch nicht mal großes Potenzial. Das macht langfristig, glaube ich, keinen Sinn. Ist viel zu viel Risiko. Also doch ein bisschen zu früh gefreut. Jetzt kein richtig krasser Spieler dabei. Aber gut, das zeigt mir auch, ich sollte jetzt hier einfach auf den Transfermarkt gehen. Und ich glaube, hier auf der ZM-Position bin ich schon mal fündig geworden. Hat nur noch 10 Monate Vertrag. Und vor allem hat er einen 85er Potenzial. Also den will ich da haben. Ohne Weiterverkaufsgebühr. ZDM wäre für die Formation vielleicht ein bisschen besser. Aber das wäre deutlich teurer gewesen. So, starten wir also rein mit dem ersten Transfer der zweiten Saison. Oh nee, das gibt es doch nicht. Ich sehe es hier gerade. Der hat jetzt einen 81er Potenzial. Ist einfach wieder runtergegangen. Soll ich den jetzt schon wieder verkaufen oder was? Also eigentlich will ich hier das perfekte Team bauen. So, dass ich dann einfach weiter simulieren kann und eigentlich nicht schief gehen kann. Aber irgendwie läuft das noch nicht so. Wir müssen uns vielleicht auf das dynamische Potenzial verlassen. Aber vor allem mit einem Team, was nicht so viel Geld hat, ist das immer so eine kritische Sache. Hoffen wir mal, dass es bei dem Rechtsverteidiger hier besser läuft. Auch hier werden wir ausnutzen, dass er nicht mehr so viel Vertragslaufzeit hat. 84er Potenzial, viel weiter hinaus geht es hier auch nicht mehr. Also der Deal macht, glaube ich, am meisten Sinn. Also wenn sein Potenzial nicht runtergeht, dann bin ich damit so richtig zufrieden. Und jetzt gucken wir mal, ob auch der dritte Transfer direkt wieder sein Potenzial verliert. Gucken wir auf die Rechtsverteidigerposition. Nein, endlich jetzt mal nach oben. Von der 84 geht es nämlich jetzt auf die 86. Hoffentlich läuft es jetzt bei den Innenverteidigern genauso. Ja, der nächste Spieler, der hat aber noch ein bisschen mehr als 12 Monate Vertrag. Hoffentlich können wir den aber trotzdem günstig bekommen. Und ja, das sieht gut aus. 4,4 Millionen geht jetzt hoffentlich auf. Und ja, das funktioniert. Und damit haben wir hier einen neuen Abwehrchef, der diesmal hoffentlich auch länger bleibt. 84er Potenzial hat
auch er normalerweise, beziehungsweise zum Start der Karriere. Und die Frage ist, wo sein Potenzial jetzt ist. Zeigt großes Potenzial, also schon mal nicht verloren. Oder zumindest nicht so viel verloren, ja. Aber trotzdem ist es runtergegangen auf eine 82. Damit gehen die Downgrades hier 3-1 in Führung. Bei dem letzten Innenverteidiger läuft es hoffentlich aber nochmal gut. Da werde ich nochmal versuchen, einen anderen Spieler zu bekommen. Aber sonst werden wir eben auf den Jugendspieler setzen. Und ja, ich glaube, ich werde es gar nicht versuchen, einen anderen hier zu holen. 83er Potenzial, das nehmen wir hier einfach mit. Hoffen wir auf eine gute Entwicklung. Und das natürlich auch bei allen anderen Spielern. Den anderen Jugendspieler, den habe ich dann noch verkauft. Die beiden Jugendspieler hier packe ich direkt nochmal zu den Profis. Und die habe ich dann beide direkt mal verliehen. Ja, und jetzt ist hier schon sehr viel Zeit vergangen. Wir sind schon fast am Ende der Transferphase. Müssen aber natürlich noch zum anderen Verein. Und jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Zeit hier in der Transferphase. Und jetzt ist das Spiel auch abgestürzt. Aber gleich machen wir weiter bei der ersten Mannschaft. Okay, jetzt hat das Mikrofon hier gerade nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, was ihr noch gehört habt. Aber falls der letzte Part hier komplett weg ist, es gab ein paar Spieler, die hier dazugekommen sind. Die habe ich freigegeben. Außer diesen Spieler, den habe ich hier einfach mal behalten. Denn die meisten Transfers wollen wir hier natürlich selber machen. Und jetzt wird es auch Zeit, hier auf der ZM-Position nachzulegen. Denn hier wollen wir natürlich mehr als ein 84er Potenzial haben. Den besten Spieler auf der Position mit einem 92er Potenzial mit Petri, den können wir uns leider nicht leisten. Auch Kamavinga können wir uns nicht leisten. Aber ein 90er Potenzial hat auch Gavi und da versuchen wir es direkt mal. Wir gehen hier einfach mal mit 70 Millionen rein. 75, wir gehen auf 71. Der Deal wird hier durchgehen. Das heißt, neben Zaire Emery werden wir direkt das nächste 90er Potenzial hier ins Team holen. Da haben wir dann erstmal Ruhe, da müssen wir dann nicht mehr so viel machen. Dann können wir auch ein paar Jahre zur zweiten Mannschaft gehen, wo wir dann eben nicht immer rüber wechseln. Damit wir auch Coaches, Entwicklungspläne und so weiter einstellen können und hier in dieser Karriere so richtig vorankommen. Und Gavi könnte auch schon der letzte Transfer sein. Ihr habt ja gesehen, so viel Geld hatten wir nicht. Deswegen wird es schwierig, jetzt einen Spieler zu holen, der noch mehr Potenzial hat als die Spieler hier in der Startelf. Aber auf einer Position, da können wir noch nachlegen, beziehungsweise das Potenzial erhöhen, die Gesamtstärke dafür aber nicht. Schlotterbeck hier auf einem 86er Potenzial, wie schon gesagt. Wir werden die meiste Zeit bei der zweiten Mannschaft sein, deswegen gibt es hier kein dynamisches Potenzial und deswegen tauschen wir jetzt Gesamtstärke gegen Potenzial. Normalerweise hätte ich sonst Saliba geholt, der eine 89er Potenzial hat, aber der hat schon zum Start eine 85er Gesamtstärke, den können wir uns also auf keinen Fall leisten. Aber der wird später vielleicht noch dazukommen. Solange bleiben wir hier dreimal bei dem 88er Potenzial. Auf der Position sieht es also schon mal sehr, sehr gut aus. ZM-Position genauso und die anderen Positionen, die wären dann glaube ich zu teuer. Da müssen wir noch viel, viel mehr nachlegen an Geld, um da einen guten Spieler zu bekommen. Deswegen schließen wir jetzt erstmal die Mannschaft ab, beziehungsweise die Transferphase. Hier wird sehr wahrscheinlich ein paar Jahre erstmal nichts passieren, außer hoffentlich viele Entwicklungen. Und jetzt können wir hier bei der zweiten Mannschaft auch so richtig durchstarten. Jetzt ist es hier bei der zweiten Mannschaft so richtig wichtig, dass die Spieler sich hier entwickeln. Und hier werde ich auch nochmal nach Jugendspielern suchen, aber erst, wenn ich mir richtig gute Scouts hier leisten kann, damit diese Mannschaft dann natürlich auch später in der Breite gut aufgestellt ist. Und apropos Jugendspieler, wir können ja hier direkt mal wieder reingucken, welche jetzt da sind. Eigentlich kann man so lange hin und her wechseln, bis hier wieder richtig gute am Start sind. Aber das werden wir hier natürlich nicht machen. Wir werden jetzt hier so ein bisschen weitergehen im Kalender. Jetzt werden wir hier einen größeren Sprung machen, damit wir hier auch vorankommen. Und jetzt sind wir direkt im Januar 2025. Ja, das wird hier eine spannende Sache mit dem Aufstieg. Aber die Mannschaft wird sich hier noch weiterentwickeln. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Das einzige Problem ist, dass der Jugendspieler hier offensichtlich keine Einsatzzeit bekommt. Keine Ahnung, was sich da der Assistenztrainer ausgedacht hat. Obwohl, falscher Alarm, der hat gespielt. Vielleicht war er auch einfach nur verletzt für 2-3 Spiele. Aber spätestens in der nächsten Saison werden wir natürlich sehen, was bei seinem Potenzial passiert. Jetzt gucken wir aber erstmal, ob wir den Aufstieg hier schaffen. Und am Ende der Saison sehen wir, dass wir hier als Erster aufgestiegen sind. Und das lag vor allem auch an Bino Gittens. Der hat nämlich hier 28 Scorer-Punkte gemacht. Also Potenzial sollte er schon mal nicht verlieren. Mal gucken, was bei dem Rest der Mannschaft passiert. Aber jetzt gucken wir erstmal, was bei der ersten Mannschaft passiert. Ja, die haben sich nur ganz knapp hier für die Champions League qualifiziert, die übrigens Juventus hier gewinnt. Aber klar, Dortmund hat natürlich auch noch einige Positionen, wo sie nicht wirklich stark besetzt sind. Deswegen reicht es hier nur für das Achtelfinale. Pokal können wir uns jetzt leider noch nicht angucken, aber gleich, wenn wir in der zweiten Liga sind, dann können wir das auch tun. Auch bei der ersten Mannschaft können wir natürlich einen kleinen Blick hier auf die Gesamtstärken werfen. Auch da sehen wir natürlich ordentliche Entwicklungen, obwohl da natürlich nicht ganz so schnell, wie eben in der zweiten Mannschaft. Aber da wird das Ganze natürlich auch noch ein bisschen dauern. Also gehen wir rein in die nächste Saison. Kurzer Blick auf die Potenziale hier zum Start. Bei dem Innenverteidiger ist immer noch eine 83 zu sehen. Hier sieht es schon mal sehr, sehr gut aus auf der ZM-Position. Torwartposition bleibt, glaube ich, gleich. Hier auf der ZM-Position haben wir dann auch nochmal ein 83er Potenzial. Also eine Saison werde ich dann noch abwarten. Aber abwarten werde ich hier bei dem Jugendscout nicht mehr. Wir brauchen noch ein paar weitere Talente für eben die Breite des Kaders oder um eben Position
Position auszutauschen, wo das Potenzial nicht so gut ist. Wir brauchen alles, deswegen suchen wir in Deutschland nach allem. Und einen Scout schicken wir dann auch noch nach Brasilien. Und ich glaube, hier müssen wir nicht lange warten auf den ersten richtig guten Jugendspieler. 1,1 Millionen. Let's go. Und eigentlich ist hier nur das Potenzial wichtig. Also Gesamtstärke erstmal nicht ganz so wichtig. Hauptsache, wir haben da in der Zukunft richtig gute Spieler. Und die neuen Scouts legen hier mal so richtig los. Die beiden Spieler, die werde ich hier verpflichten und dann freigeben, sodass wir die quasi theoretisch ausleihen. Nur halt über 10 Jahre, sodass ich das nicht die ganze Zeit hier machen muss. Und der Spieler, der könnte vielleicht auch direkt in die Startelf rücken. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt auf sein Potenzial. Was sagt sein Potenzial? Haben wir Glück? Haben wir jetzt hier einen neuen Spieler für die Startelf? Und nein, der hat sogar ein 82er Potenzial. Ja, das ist leider eine richtige Enttäuschung. Also der wird freigegeben und wenn wir ihn später als Backup brauchen, werden wir ihn dann holen. Und jetzt gehen wir hier rein in das erste DFB-Pokalspiel hier für die zweite Mannschaft. Auch in diesem Wettbewerb können wir natürlich aufeinandertreffen. Vielleicht ja schon in der nächsten Runde. Nach Elfmeterschießen hier durchgesetzt. Und auch im nächsten Monat gibt es hier ein paar neue Jugendspieler. Ihr kennt das Prinzip. Verpflichten, freigeben und später vielleicht wieder zurückholen. Und jetzt geht's hier wieder zurück zum DFB-Pokal. Zweite Runde, jetzt hier gegen Union Berlin. Okay, bei dem Innenverteidiger gibt es wieder Probleme. Aber ich werde ihn spielen lassen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Bei Nu Gittens auf der 86er Gesamtstärke. Und der macht auch das entscheidende Tor. Nächste Runde hier. Und da gibt es dann auch direkt das erste Duell zwischen den beiden Dortmund-Mannschaften. Ja, hat gar nicht so lange gedauert. Hier in Runde Nummer 3, in Saison Nummer 3. Bayern hier schon rausgeflogen. Und zwar hier gegen Hansa Rostock im Elfmeterschießen. Also vielleicht sehen wir hier den ersten Titel von der ersten Mannschaft. Vielleicht sehen wir aber auch hier eine kleine Überraschung und die zweite Mannschaft ärgert die erste. Ja, keine Ahnung, was die da auf der Innenverteidigerposition machen. Unser Jugendspieler hat jetzt hier wieder die Bissigkeit. Und jetzt gucken wir mal, wie das allererste Duell zwischen den beiden Mannschaften hier ausgeht. Es werden noch sehr, sehr viele Duelle hier folgen. Und natürlich am Ende das Champions League Finale. Und hier gibt es so kein Elfmeterschießen. Die erste Mannschaft kann sich hier also ganz, ganz knapp hier durchsetzen. Und für die erste Pokalsaison hier für die zweite Mannschaft war das eine richtig starke. Mal gucken, was da in den nächsten Jahren noch so geht. Und jetzt ist die Hälfte der Saison gespielt. Wir sind auf dem zweiten Platz. Also es sieht so aus, als würden wir hier komplett durchmarschieren in die erste Liga. Und jetzt habe ich euch schon länger keinen Jugendspieler mehr gezeigt. 1,5 Millionen, den muss ich euch aber zeigen. Ich bin die ganze Zeit hier noch am Suchen. Das war jetzt aber der letzte Scout-Bericht. Denn nach mehr Spielern werde ich nicht suchen. Es sind ja sowieso nur Backup-Spieler. Empfohlen, Matti Meier. Vielleicht kommt er hier schneller zurück als gedacht. Aber die meisten Spieler werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr sehen. Aber nur, damit ihr hier die Namen schon mal gesehen habt. Falls da ein paar noch später zurückkommen. Und bei Matti Meier zeige ich euch nochmal ganz kurz das Potenzial. Also er wird später nur Backup-Keeper. Und jetzt ist die Saison auch vorbei. Unser Rechtsverteidiger wird einfach mal der beste Vorlagengeber. Und wir werden hier Erster in der zweiten Liga. Das heißt, gleich spielen wir natürlich mit der ersten Mannschaft zusammen in der Bundesliga. Hat nicht allzu lange gedauert, lag aber vor allem auch an den Spielern, die wir vorne drin direkt zum Start dazu bekommen haben, eben von der ersten Mannschaft. Und jetzt gucken wir hier auch auf die erste Mannschaft und die holt sich hier den Titel in der ersten Liga. Also Dortmund hier zweimal Erster. Und jetzt gucken wir hier nochmal auf den DFB-Pokal, ob die erste Mannschaft da auch den Titel geholt hat. Aber es gibt da ein ganz schnelles Nein. In der nächsten Runde hier gegen Mainz rausgeflogen und Augsburg holt sich am Ende den Titel. Gucken wir hier auf die Champions League. Da sehen wir Dortmund hier schon vor Real Madrid, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, aber bringt natürlich nichts, wenn man im Achtelfinale direkt rausfliegt gegen Inter hier im Elfmeterschießen. Das Finale von 2020 gibt es auch hier und wieder ist es der gleiche Sieger mit dem gleichen Ergebnis. Vielleicht hat ja wieder ein Franzose getroffen, Upamecano, der ist es hier schon mal nicht geworden, vielleicht aber Koundé. Und ich glaube, in ein paar Saisons müssen wir dann auch zurück zur ersten Mannschaft und auch nochmal ein paar 100-Millionen-Deals machen, denn nicht jeder Spieler hat da ein 90er-Potenzial, also da muss noch irgendwann nachgelegt werden. Aber bleiben wir hier erstmal bei der zweiten Mannschaft, die hat direkt die ersten Nationalspieler. Verträge muss ich mich gleich drum kümmern. Gucken wir davor noch kurz auf die Potenziale. Ja, vorne geht es ein bisschen hoch bei zwei Spielern. Geht es vielleicht auch bei dem ZM hoch? Nee, der hat einen Wechsel gefordert. Aber zum Glück kann ich hier nachgucken. Das Potenzial ist tatsächlich hochgegangen auf eine 87. Und schon will er sich aus dem Staub machen. Ja, Innenverteidigung, das ist noch so ein bisschen die Baustelle hier. Da bleibt es einfach bei der 83. Also ich werde versuchen, da jetzt eine gute Verstärkung zu bekommen. Den Regen von Thiago Silva, den können wir uns aber leider nicht leisten. Ja, der hätte ein 84er Potenzial gehabt. Sonst haben wir noch Ramos, den Regen, 83er Potenzial, also das bringt ja auch nichts. Die letzte Hoffnung, die ich habe, ist ein Jugendspieler. Ich habe jetzt nur einen gefunden, der auf der Innenverteidigerposition am Start ist. Und ich hoffe, dass Ronny Meier jetzt hier vom Potenzial her abliefert. Ja, Gesamtstärke ist natürlich eine Katastrophe. Ja, und der hat leider auch nur ein 82er Potenzial. Also, wir haben ein echtes Problem hier auf der Innenverteidigerposition, was wir hier aktuell einfach nicht lösen können. Und eigentlich ist es auch schon zu spät, nochmal nach einem Jugendspieler zu suchen, der mit einer 61 dann hier reinstartet oder sowas in die Richtung. Das wären 3,
vier Saisons, die er da nochmal brauchen würde, um auf die 72 zu kommen. Also wir müssen es jetzt einfach mit ihm durchziehen. Aber einen letzten Weg habe ich hier noch. Vielleicht können wir einen freien Spieler verpflichten. Dieser hier sieht zum Beispiel sehr gut aus. Ja, kurz gedacht, dass es der Koulibaly Regen ist. Das ist er aber nicht. Okay, das ist jetzt hier die Auswahl an Verteidigern, die ich gefunden habe. Ich gucke jetzt einfach, wer am meisten Potenzial hat. Und wenn das größer ist als bei dem aktuellen Innenverteidiger, also 2-3 Potenzialpunkte, dann werde ich den tauschen. Ja, der beste Spieler hat aber gerade mal ein 81er Potenzial. Ja, damit bleibt er hier auf der Innenverteidigerposition der Stammspieler. Und jetzt habe ich auch noch ein paar Verträge verlängert. Jetzt haben wir noch 27 Euro übrig. Also rein geht's mit dieser Mannschaft in die neue Saison. Und wie starten wir bitte in die Bundesliga-Saison rein? Erstes Spiel gegen die Bayern und zweites Spiel hier gegen den Meister Dortmund. Und Bayern ist ja auch noch Champions-League-Sieger geworden, also mehr geht wirklich nicht. Mal gucken, ob wir jetzt hier komplett unter die Räder kommen. Das ist übrigens die Mannschaft von den Bayern. Da hat sich schon einiges getan, vor allem in der Abwehr. Torwartposition, ZDM, linkes Mittelfeld, alles komplett neu. Währenddessen sind hier bei uns 2 72er Gesamtstärken am Start, 75er Torwart, also das kann eigentlich nicht gut ausgehen. Es geht aber trotzdem gut aus. Paino Gittens mit einem Doppelpack. Der bringt uns hier die allerersten Punkte in der ersten Liga. Ja, und jetzt gibt es dreimal das Dortmund-Logo hier zu sehen. Hier bekommen wir also das erste Duell in der Liga, das zweite Duell insgesamt. Mal gucken, wie viele Duelle wir brauchen, bis wir in der Champions League dann aufeinandertreffen. Mal gucken, ob wir hier direkt für die nächste Überraschung sorgen können. Aber nein, die erste Mannschaft besiegt uns hier mit 4:1. Mbappé diesmal mit einem Doppelpack. Und jetzt sind wir auch direkt schon im Januar. Wir sehen, wir kämpfen hier gegen den Abstieg. Dafür gibt es aber noch eine gute Nachricht, dazu gleich. Wir gucken erstmal nach oben. Da wollen wir natürlich wieder, dass die erste Mannschaft hier Meister wird. Und die Champions League werden wir da natürlich auch noch verfolgen. Und auch den DFB-Pokal. Ich weiß schon mal, dass wir mit der zweiten Mannschaft hier weitergekommen sind, beziehungsweise immer noch drinne sind. Unter den besten 8 Teams, das hat die erste Mannschaft aber leider nicht geschafft. Da wird es also kein zweites Duell geben. Aber dafür bekommen wir dann einfach den bestmöglichen Gegner mit den Bayern. Die haben wir aber schon geschlagen. Mal gucken, ob wir das auch noch ein zweites Mal hier im Pokal schaffen. Ja, die Mannschaft hier aktuell nicht ganz so zufrieden. Paino Gittens ist zufrieden. 90er Gesamtstärke am Start. Der muss es hier wieder regeln. Mal gucken, ob er das hier tut. Oh nein, das tut er leider nicht. DFB-Pokal ist vorbei. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir hier nicht absteigen. Ja, und ein paar Spieltage später sieht es nicht ganz so gut aus. Wir sind hier auf dem Relegationsplatz. Also ganz theoretisch könnten wir uns natürlich jetzt einfach Kobel rüberholen. Aber das werden wir natürlich nicht machen. Die erste Mannschaft soll natürlich auch noch ordentlich Punkte sammeln. Aber jetzt gucken wir mal auf das zweite Bundesliga-Duell. Ja, Dortmund gegen Dortmund. Ich weiß gar nicht, wer das Heimteam war. Ich tippe auf Dortmund. Ja, die erste Mannschaft war die Heimmannschaft. 2 Niederlagen hier, direkt 3 Niederlagen. Vor dem letzten Monat sieht es hier nicht so gut aus. So, jetzt aber nochmal einen Sieg. Das ist schon mal wichtig. Unentschieden auch nochmal geholt. Nochmal Punkte geholt. Nochmal einen Sieg. Und mit diesem Sieg geht es auch weg von dem Relegationsplatz. Also einfach das letzte Spiel hier gegen Stuttgart gewinnen. Dann bleiben wir ganz sicher in der Liga. Oder wir hoffen einfach, dass Darmstadt verliert. Gucken wir erstmal auf unsere eigene Partie. Da sehen wir leider nur einen Unentschieden. Aber auch Darmstadt kann hier nicht gewinnen und damit bleiben wir hier in der Bundesliga. Und ich hoffe, in der nächsten Saison haben wir dann auch nicht mehr ganz so viel mit dem Abstieg zu tun. Und eben sah es noch nicht so aus mit 7 Punkten Rückstand, glaube ich. Aber die erste Mannschaft holt sich hier noch den Bundesliga-Titel. Und das auch in einem richtig spannenden Finale, denn Erster gegen Zweiter war hier einfach mal das letzte Spiel. Ja, später werden wir bestimmt auch noch bei der ersten Mannschaft reingehen und da ein bisschen gucken, was abgeht. Das haben wir jetzt hier leider verpasst. Aber ja, schon mal eine coole Sache. Nächste Meisterschaft, die sich Dortmund hier holt. DFB-Pokal, da müssen wir noch ein bisschen warten. Denn die zweite Mannschaft ist dann noch nicht gut genug, bis es da ein Finale gibt. Und Champions League natürlich auch noch nicht. Diesmal Achtelfinale überstanden. Auch das Viertelfinale gegen Barcelona überstanden. Auch das Halbfinale gegen Leverkusen holt sich Dortmund hier den ersten Champions League-Titel. Eine normale SDG wäre dann zu Ende. Hier machen wir natürlich noch viel, viel länger weiter. Und Dortmund holt sich den Titel. Aber vorbei ist es hier noch lange nicht. Paris übrigens schon wieder verloren hier gegen Mbappé. Darmstadt bleibt in der Liga. Und wir zum Glück auch. Mbappé und Adeyemi haben hier bei der ersten Mannschaft überzeugt und da die meisten Tore gemacht. Jetzt sehen wir hier mal Brunner als Mittelstürmer hier das erste Mal mit den meisten Toren. Dafür Paino Gittens aber auch mit 7 Vorlagen. Na, Rechtsverteidiger hat leider so ein bisschen abgebaut, aber in der ersten Liga ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger. Und jetzt gehen wir rein in die nächste Saison. Ja, bei den Potenzialen hat sich leider hier wieder nichts getan auf der Innenverteidigerposition. Wir gehen hier wieder mit 20 Millionen rein. Ich werde ein bisschen sparen. Nächstes Jahr können wir uns dann hoffentlich einen guten Innenverteidiger leisten. Und jetzt sehen wir, einen Torwart müssen wir uns vielleicht auch irgendwann leisten. Ist runtergegangen vom Potenzial her. Aber ich habe da schon eine Idee. Dafür müssen wir aber auf nächste Saison warten. Aber ich habe auch schon mal 2 Scouts hier losgeschickt, die dann nach Torhütern und nach Innenverteidigern suchen. Mal gucken, ob ich hier schon mal einen passenden Spieler finde. Und ja, ich habe hier mal alle Spieler durchgeguckt. Hier haben wir einfach mal einen 85er Potenzial. Preis stimmt auch, den können wir uns leisten. Das Ganze werde ich also direkt machen. Ich sehe schon, wie gleich das Potenzial absolut wieder runtergehen wird. Ich hoffe aber nicht. Und nein, es geht nicht runter. Es bleibt diesmal bei 85. Den anderen Verteidiger werden wir dann ausleihen. Vielleicht kommt er auch wieder zurück mit größerem Potenzial. Und mit diesen beiden Transfers haben wir dann auch die Transferphase abgeschlossen. Beim
Keeper warte ich, wie gesagt, bis zur nächsten Saison. Da hat der Scout jetzt keine besseren gefunden. Und jetzt habe ich die Hinrunde hier direkt simuliert. Gegen die erste Mannschaft gab es ein 1:1. Und mit dem Abstieg haben wir momentan hier nichts zu tun. Das ist also schon mal sehr gut. Ja, mit der Meisterschaft hat die erste Mannschaft aber momentan auch nicht ganz so viel zu tun. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, es läuft im DFB-Pokal besser. Aber nee, Runde 2 direkt gegen Bayern rausgeflogen. Wir sind aber hier in Runde 2 weitergekommen gegen Leipzig. Dann war aber gegen Leverkusen leider Schluss. Und auch die Champions League ist in dieser Saison wieder für die Dortmunder Teams vorbei. Ganz, ganz knappe Gruppe. Da geht es jetzt in der Europa League weiter. Und in der Rückrunde gibt es hier eine Niederlage gegen die erste Mannschaft, die hoffentlich noch ein paar Plätze nach oben geklettert ist. Die Saison ist direkt zu Ende simuliert. Am Ende wird es hier der 11. Platz. Wir machen hier also schon mal Fortschritte. Das ist eine sehr gute Sache. Champions League auch für die erste Mannschaft hier wieder am Start. Aber leider nur der 3. Platz. 10 Punkte Abstand zu Bayern, die übrigens auch den DFB-Pokal geholt haben. Und wir gucken mal, was die auch in der Champions League gemacht haben. Steigen hier mit dem Viertelfinale ein, aber im Halbfinale sind sie rausgeflogen. Und Paris verliert mal wieder ein Finale. Also da klappt es einfach ohne Mbappé nicht mit dem Champions League-Titel. Auch in dieser Karriere nicht. Also ich glaube, mit Mbappé hätten sie bestimmt schon ein Finale hier gewonnen. Wir gucken auf die Europa League, die ist ein bisschen spannender für uns. Da hat sich Dortmund nämlich hier gegen Arsenal durchgesetzt und auch gegen Marseille. Und im Halbfinale jetzt hier auch gegen Aston Villa. Jetzt sehen wir das nächste Finale von Dortmund. Gewinnen die auch direkt die Europa League? Nein, leider nicht. Man United holt sich hier den Titel. Also das wäre schon cool gewesen. Champions League, Europa League. Gefühlt alle Titel hier abzuräumen. Aber gut, das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass wir mit der zweiten Mannschaft die nächsten Schritte Richtung Champions League gehen. Mbappé mit den meisten Toren bei der ersten Mannschaft. Bei der zweiten ist das Bino Gittens. Der hat eine 93er Gesamtstärke. Der wird Mbappé hier noch überholen. Also das sieht schon mal richtig gut aus. Ja, was mal wieder nicht so gut aussieht, ist die Innenverteidigerposition. Also hier wurde einfach unser Leihspieler wieder zurückgeholt. Also auf dieser Position geht wirklich alles schief, was schief gehen kann. Und er kommt sogar jetzt mit einem 82er Potenzial wieder zurück. Ja, ich bin gespannt, wie das hier in der neuen Saison aussehen wird. Rein geht's in die nächste Saison. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Potenzial auf der Innenverteidigerposition. Würde mir gefallen, wenn die auch Nationalspieler wären. Aber davon sind die beiden hier ganz weit entfernt. Ja, super Sache. Der hat hier direkt sein Potenzial verloren. Der ist sogar einfach mal runtergegangen auf 79. Der hat einfach 6 Potenzialpunkte verloren und ja, der Innenverteidiger ist jetzt bei 80. Okay, ich muss mich einfach auf einer anderen Position hier kurz mal ablenken. Und damit meine ich hier die Torwartposition. Auch da läuft es nicht so richtig gut. 84er Potenzial. Aber zum Glück gibt es da eine Lösung. Wir haben hier den Regen von Manuel Neuer. Und auch wenn die Gesamtstärke ein bisschen schlechter ist, da will ich das Potenzial haben, da will ich die schnelle Entwicklung. Auf der Position darf es einfach nicht schief gehen. Ich verhandle auch gar nicht lange. Knapp 24 Millionen müssen wir bezahlen. Köln, dann neuer Regen hier zu Dortmund. Eigentlich müssten wir dafür bestraft werden. Und wir werden auch direkt dafür bestraft. Denn hier geht das Potenzial ordentlich runter auf eine 85. Also ehrlich gesagt habe ich keinen Bock mehr hier Transfers zu machen. Ich setze den jetzt hier wieder auf die Leihliste. Dann bleiben wir natürlich hier bei diesem Keeper. Aber jetzt muss ich mich natürlich noch um die Innenverteidigerposition kümmern. Ja, das wäre jetzt hier der beste Spieler vom Potenzial her auf der Liste. Aber den können wir uns hier leider nicht leisten. Die Backups auf der Innenverteidiger- und Torwartposition sind jetzt ausgeliehen. Auf mehr Transfers habe ich jetzt einfach keine Lust mehr. Wir gehen rein in die neue Saison, wo direkt Bayern im Pokal wartet. Und in der Liga haben wir zwar verloren, aber im DFB-Pokal kommen wir hier gegen die Bayern weiter. Also diesmal machen wir das Ganze einfach andersrum. Hoffentlich gibt es jetzt wieder das Duell gegen Dortmund. Nächste Runde schon mal durchgesetzt. Jetzt gucken wir auf das Liga-Duell gegen die erste Mannschaft. Ja, ich weiß nicht, wer heimgespielt hat. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber es war wieder die erste Mannschaft, die hier gewonnen hat. Ist aber auch besser so. Die sollen sich nämlich den Ligatitel holen. Denn wir sind davon noch ein bisschen weiter entfernt, wollte ich gerade sagen. Aber wir sind überhaupt nicht davon entfernt oder weit davon entfernt. Denn wir sind einfach mal punktgleich hier. Dortmund auf der 1, Dortmund 2 auf der 2. Und was ist das bitte hier für eine Ligatabelle? Drei Teams mit 33 Punkten, dann nochmal 32 Punkte. Also nach 16 Spieltagen verspricht das richtig viel Spannung. Aber ich glaube nicht, dass wir mit dieser Mannschaft hier schon titelreif sind. Wir haben einfach zu viele Positionen, die noch nicht Weltklasse besetzt sind. Aber mal gucken, vielleicht gibt es bis zum Schluss da ein Duell um den Titel. DFB-Pokal im Viertelfinale, beide Teams noch drin. Und nächstes Jahr könnten beide Teams auch hier schon in der Champions League spielen. Jetzt gucken wir aber vielleicht auf die letzte Saison, wo Dortmund noch alleine hier ist, ohne die zweite Mannschaft. Und jetzt gehen wir rein in den DFB-Pokal. Da wollen wir das direkte Duell. Vielleicht ja sogar ein Finale, aber dafür müssen wir uns natürlich erstmal jetzt hier im Viertelfinale gegen Union Berlin durchsetzen. Bino Gittens ist jetzt offiziell der beste Spieler der Welt mit der 95. Also wir gehen hier als Favorit in dieses Spiel rein und wir können das Spiel auch gewinnen. Und dann noch einer der Schwächeren vorne macht den Treffer. Und auch die erste Mannschaft kann sich gegen Wolfsburg durchsetzen. Eigentlich hoffe ich jetzt, dass es das Halbfinale nicht direkt gibt, so dass es die Chance gibt, dass es eben das Dortmund-Finale gibt. Aber das können wir uns hier leider nicht aussuchen. Und wir treffen hier auf Leverkusen, das heißt, das Finale ist hier möglich. Dortmund gegen Dortmund, hoffentlich im DFB-Pokal. Jetzt sehen wir in der Liga wieder mal
eine Niederlage. Jetzt aber bitte keine Niederlage hier gegen Leverkusen. Wir wollen uns hier durchsetzen. Wir wollen hier ins Finale, um hoffentlich dann direkt das erste Dortmunder Finale in diesem Video zu bekommen. Also die Außenspieler sind hier schon auf Weltklasse-Niveau. Mal gucken, ob das reicht, um sich hier durchzusetzen. Und es reicht leider nicht. Im Elfmeterschießen fliegen wir hier raus. Ja, ein Dortmunder Finale wird es damit leider nicht geben. Ich hoffe aber, die können sich zumindest trotzdem noch durchsetzen. Und ja, die können sich durchsetzen, aber natürlich, das schmerzt dann schon. Wir hatten es hier sozusagen in der eigenen Hand. Wir hätten das Finale hier bekommen. Ja, richtig schade. Wir sehen, 27 Spieltage gespielt, 3 Punkte Abstand. Also es bleibt hier so richtig spannend. Und wenn wir hier so weitermachen, dann haben wir bald die komplette Top 5 der Torjägerliste nur mit Dortmunder Spielern gefüllt. Jetzt gucken wir mal, was am letzten Spieltag passiert. Hier nochmal das Duell gegen die Bayern, das wir leider verlieren. Unentschieden davor gegen Stuttgart, also Meisterschaft wird hier nichts. Aber wir werden in der nächsten Saison, wenn jetzt hier nicht absolut was Verrücktes passiert, in der Champions League mitspielen. Und wir sehen auch, die erste Mannschaft holt sich den Titel. Am Ende wird es hier der dritte Platz für die zweite Mannschaft. Kleines Sandwich hier oben am Start. Und ich hoffe, dass die erste Mannschaft sich hier direkt das Double geholt hat. Und ja, 3:0 im Finale. Richtig stark. Und ich hoffe, so stark waren die hier auch in der Champions League unterwegs. Vielleicht ja einen Triple. Nee, Inter Mailand steht da wieder im Weg. Bayern gegen Real. Was für ein Traumfinale. Bayern holt sich den nächsten Champions League Titel. Also schon 3 Champions League Sieger aus Deutschland. Also schon mal eine richtig gute Sache. Wenn euch diese Idee hier gefallen wird, kann man das Ganze ja auch noch erweitern und zum Beispiel mit 4 Teams hier reingehen, die dann alle ins Halbfinale sollen. Aber gut, da sind wir noch lange nicht. Wolfsburg verpasst den Titel hier in der Europa League. Ist aber, glaube ich, ein Bug, denn Tottenham holt sich hier den Titel. Nur mit deutschen Vereinen alle Titel zu gewinnen, könnte man auch machen. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und Support da zu lassen, falls ihr mehr davon sehen wollt. Oder wieder der Top-Torjäger. Aber das nur in der eigenen Mannschaft. Mbappé hat dann doch noch mehr Tore in der Liga geschossen. Kurzer Blick auf die Transfers. Ja, so langsam wird es Zeit, auch wieder rüber zur ersten Mannschaft zu gehen, obwohl, da läuft ja eigentlich alles richtig gut. Da warten wir noch ab, bevor wir hier wieder alles neu einstellen müssen. Gucken wir mal, wie die erste Champions-League-Saison mit beiden Teams hier so läuft. Und jetzt gehen wir hier mit 52 Millionen in die neue Saison rein. Also jetzt muss das Problem auf der Innenverteidigerposition gelöst werden. Oder eben das auf der Torhüterposition, der hat sein Potenzial jetzt erreicht. Also Herr van Dijk, was soll das denn bitte? Sie haben eine 71er Gesamtstärke. Geld haben sie auch genug, also gehen sie doch bitte in Rente. Da hätte ich schon mal ein Problem weniger. Ja, ich finde leider weiterhin keine Spieler, wo es so wirklich Sinn macht, die zu verpflichten. Aber ich werde der Versuchung noch widerstehen, einfach die guten Talente von der ersten Mannschaft rüber zu holen. Ich werde hier noch geduldig bleiben. Wir gehen also ohne Transfer in die neue Saison rein. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir das Geld dann auch sparen. Dann können wir uns vielleicht auch sonst einen normalen Innenverteidiger holen, der eben kein Regen ist. Und jetzt machen wir einen großen Schritt hier ins Jahr 2030. Also eine halbe Saison ist jetzt simuliert, 16 Spieltage gespielt und es gibt das direkte Duell um die Ligaspitze, wo momentan die zweite Mannschaft ist. Und die hat dieses Jahr auch in der Champions League gespielt. Gucken wir uns gleich an. Davor gucken wir noch auf den DFB-Pokal. Die erste Mannschaft hat sich hier schon mal durchgesetzt in Runde Nummer 2. Die zweite Mannschaft ist auch mit dabei, aber leider nicht im Viertelfinale. Das ist echt bitter, dass wir letztes Jahr das Finale da verpasst haben. Vielleicht bekommen wir hier gar keine Chance mehr. Aber gut, Champions League wird natürlich viel, viel schwieriger. Also es könnte ein bisschen länger dauern, wenn wir nicht absolutes Glück haben. Und wir hatten vielleicht auch ein bisschen Glück in dieser Gruppe. Was war das bitte hier? Spannender geht es wirklich nicht. Aber wir haben uns durchgesetzt. Und was ist bitte bei der ersten Mannschaft passiert? 3 Punkte? Also Kobel ist noch da. Mbappé ist auch noch da. Ja, beide sind da. Kobel spielt aber einfach nicht in der Startelf. Aber auch mit dem anderen Keeper sollte man schon die Champions League Gruppenphase überstehen. Ja, mal gucken, ob wir diese schwache Phase von der ersten Mannschaft hier ausnutzen können und selber Meister werden. Also nach dem Spiel bleiben wir schon mal hier auf Tabellenplatz Nummer 1. Und ja, die Mannschaft, die müssen wir uns kurz angucken. Die hat sich natürlich auch richtig krass entwickelt. Wir haben den nächsten 90er Gesamtstecken hier auf dem rechten Flügel. 89er hier auf der Linksverteidigerposition. ZOM 87. Also mal gucken, ob wir schon zeigen können, dass wir ein richtig krasses Team sind, auch wenn wir noch ein paar Schwachstellen haben. Erstes K.O.-Spiel übrigens jetzt hier im Achtelfinale gleich gegen Paris. Ja, das ist das Team, was jetzt hier einfach schon 3-mal das Champions-League-Finale in dieser Karriere verloren hat. Aber gut, da muss man natürlich auch erstmal hinkommen. Das ist natürlich auch erstmal unsere Aufgabe. Gucken wir mal auf das Hinspiel. Bei Paris hat sich viel verändert. Und die sind immer noch gut aufgestellt. Gewinnen hier das Hinspiel. Mal gucken, ob wir das Ganze noch drehen können. Die nächste 90er-Gesamtstärke ist auf der Linksverteidigerposition am Start. Aber auch wenn wir das nicht drehen können, ist es nicht allzu schlimm. Denn ja, unser Ziel, dass beide Mannschaften hier ins Finale kommen von den Dortmundern, hätten wir sowieso nicht erreichen können. Und das heißt, uns bleibt hier nur noch die Bundesliga. Hier holen wir auch ziemlich viele Siege. Aber für die Tabellenführung reicht das hier aktuell noch nicht. Aber wenn wir gegen die erste Mannschaft gewinnen, dann sind wir wieder Tabellenführer. Also kommt Jungs, ist es wahrscheinlicher, dass wir jetzt Meister werden, wenn wir das Ding gewinnen, als wenn ihr jetzt noch Meister werdet. Also wollt ihr, dass Leverkusen Meister wird? Also Jungs, wir müssen da zusammen an einem Strang ziehen. Ihr habt schon ein paar Meisterschaften geholt, ihr müsst uns jetzt auch mal gönnen. Ja, gucken wir mal rein, ob die das Ganze hier machen. Und ja, wer gewinnt das Spiel? Die zweite Mannschaft ist wieder Tabellenführer. Und muss jetzt nur noch 2 Spiele gewinnen, um sich die Meisterschaft zu holen. Nur
nur noch gegen Hoffenheim hier durchsetzen. Und uns kann Leverkusen die Meisterschaft nicht mehr nehmen. Ja, und jetzt müssen wir hoffen, dass Leverkusen gepatzt hat. Moukoko ist treffsicher, den müssen wir eigentlich noch irgendwann durch Haaland austauschen. Aber ja, wir haben hier so viele Baustellen noch in der Mannschaft. Die Mannschaft können wir noch nicht verlassen. Meisterschaft habe ich mir noch nicht spoilern lassen. Wir sehen aber hier, dass Dortmund 1 hier im Finale steht. Ja, wäre eine coole Sache, wenn sie den DFB-Pokal holen, wir die Meisterschaft. Barca gegen Rom, hier das Champions-League-Finale. Und jetzt gucken wir hier auf die Ligatabelle. Haben wir uns hier die Meisterschaft geholt? Und wir haben uns die Meisterschaft geholt. Und die erste Mannschaft hier sogar noch auf dem zweiten Platz gelandet. Sehr gute Sache. Das ist der erste Titel für die zweite Mannschaft. Und der nächste Titel für die Dortmunder kommt direkt hinterher. Die erste Mannschaft gewinnt den Pokal. Also national schon mal eine richtig gute Saison. Perfekte Aufteilung. Ich hoffe, in der nächsten Saison läuft es dann auch besser in der Champions League. Wir starten hier in der neuen Saison. Die Probleme sind hier ganz klar markiert. Bis eben auf Dürrenbell, der nicht bei der Nationalmannschaft ist. Aber Torwart hat eine 85, zwar kein Potenzial mehr, aber so ganz dringend ist das ganze Ding hier nicht. Aber ja, Innenverteidigung, da müssen wir jetzt ganz dringend was machen. Okay, und wir haben auch einfach mal 99 Millionen zur Verfügung. Damit hätten wir uns natürlich einen Regen von Van Dijk leisten können. 68er Gesamtstärke, dein Ernst? Also einen jungen Verteidiger werden wir uns hier nicht mehr holen, 29 Jahre alt. Also wir sollten uns da nicht allzu viel Zeit lassen mit dem Champions League Finale. Aber 5 Jahre wird er hier noch auf Top-Niveau spielen. Einen Tauschdeal wollen wir natürlich nicht. Kaderbreite natürlich noch ein ganz großes Problem bei uns. Aber ein Problem können wir jetzt hier endlich lösen. Das Problem auf der Innenverteidigerposition. Das hat sich jetzt wirklich ziemlich lange gezogen. Am Ende lösen wir das Problem mit knapp 80 Millionen. 9 Gesamtstärken kommen also in der Startelf dazu. Mal gucken, was damit möglich ist in der neuen Saison. Und wir starten übrigens hier mit dem Supercup in die Saison. Dortmund gegen Dortmund 2. Jetzt haben wir hier das erste Finale zwischen den beiden Teams. Aber das ist natürlich nicht das, was wir uns hier wünschen. Aber wenn ich mir die beiden Teams so angucke, wird es nicht mehr allzu lange dauern bis zum Champions League Finale. Also vorausgesetzt, wir haben nicht das Ultra-Pech. Und wir sehen auch hier wieder in dieser Partie, die zweite Mannschaft ist schon auf dem Niveau der ersten. Also ich glaube, in der nächsten Saison müssen wir dann wieder die erste Mannschaft verstärken. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei der zweiten Mannschaft und sehen hier direkt das nächste Duell. Ja, in der Hinrunde also direkt schon dreimal aufeinander getroffen. Ja, bitter, hier im Pokal würde schon wieder kein Finalduell geben. Vielleicht haben wir die Chance da einfach auch wirklich verpasst. Mal gucken, wer sich hier durchsetzen kann. Es ist wieder die zweite Mannschaft. Den Titel, den wollen sie sich da natürlich auch noch holen. In der Liga gibt es wieder mal eine Niederlage. Wir sind jetzt hier im Januar 2031. Die beiden Mannschaften wieder vorne mit dabei. Die erste ist momentan auf dem ersten Platz. DFB-Pokal ist leider keine Mannschaft mehr mit dabei. Das ist wirklich eine sehr schwache Saison. Ich hoffe, in der Champions League läuft es aber besser. Das ist natürlich auch der Wettbewerb, worum es geht. Und wir sehen beide Mannschaften hier im Achtelfinale. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Im Achtelfinale kann es ja auch zum Glück keine direkten Duelle geben. Aber ab dem Viertelfinale können dann natürlich auch Vereine aus den gleichen Ländern gegeneinander spielen. Ich hoffe nicht, dass wir Lospech haben. Hinspiel 2:2 gegen Juventus Turin. Im Rückspiel setzen wir uns durch. Und vor dem direkten Duell gucken wir jetzt auf die Champions League. Und da sehen wir, ja, dass die erste Mannschaft es leider nicht weiter geschafft hat. Ich glaube, da müssen wir nächste Saison wieder übernehmen. Aber ja, die lassen manchmal auch einfach den Ersatzkeeper hier spielen. Das kann ich nicht verändern. Das, was ich verändere, ist die Transfers. Die mache ich nämlich alle rückgängig. Außer einen Transfer, den habe ich einfach zugelassen. Denn die Dortmunder haben sich da den CR7 Regen geholt. Den habe ich einfach mal durchgehen lassen. Und jetzt haben wir in unserer Startelf bei der zweiten Mannschaft schon mehr Spieler auf der 90er Gesamtstärke als ohne. Aber ja, das Ziel des Videos werden wir auch in dieser Saison nicht erreichen können. Und das ist damit auch das letzte Duell in dieser Saison. Aber eine Sache wollen wir hier natürlich noch erreichen, die wir natürlich noch in dieser Saison erreichen können. Mit der zweiten Mannschaft wollen wir nämlich auch noch die Champions League hier gewinnen. Aber Paris hat hier das Hinspiel gewonnen. Wird nicht ganz so einfach. Hauen die uns hier wieder aus dem Wettbewerb? Nein, denn im Rückspiel gibt es einfach mal einen 5:0. Okay, das sieht man in so einem Duell Viertelfinale Champions League wirklich nicht so häufig. Also das ist mal eine richtige Ansage. Aber gut, wenn ein schlechtester Spieler in der Startelf eine 85 hat, dann kann sowas mal passieren. Aber jetzt sehen wir gegen City, dass wir das nächste Hinspiel verloren haben. Mal gucken, ob wir wieder so ein Comeback hinlegen. Haaland und Petri müssen wir gleich eigentlich noch zur ersten Mannschaft bringen. Jetzt gucken wir aber hier auf die zweite, ob die es hier schafft in die nächste Runde ins Finale der Champions League. Und Maldonado sagt nein. Ja, ein Linksverteidiger mit einer 83er Gesamtstärke hat uns hier einfach mal rausgehauen. Ja, das ist bitter für diese Mannschaft. Gleich gehen wir rüber. Davor gucken wir erstmal, ob wir die Meisterschaft hier holen. Das wird sich nämlich jetzt hier im letzten Spiel entscheiden, im direkten Duell. Kann auch sein, dass wir jetzt hier unentschieden spielen und dass die erste Mannschaft noch den Titel holt. So oder so, wir müssen verhindern, dass Leverkusen das Ding gewinnt. Das wird das vorerst letzte Spiel hier bei der zweiten Mannschaft. Das Ganze wollen wir natürlich nochmal erfolgreich bestreiten. Holen wir uns hier direkt die nächste Meisterschaft. Ja, wir holen uns die nächste Meisterschaft. Aber unser Ziel haben wir natürlich immer noch nicht erreicht. Mbappé wird wieder Top-Torjäger, um genau zu sein, mit 22 Toren. Das können wir uns in der nächsten Saison dann aber auch genauer angucken. Erster und zweiter geworden, das läuft. Und bei
Bino Gittens, da läuft's auch so richtig. 96er Gesamtstärke, 40 Scorerpunkte. Also ich glaube, da muss ich gleich mal einen Blick auf den Ballon d'Or-Sieger werfen. Da hat er, denke ich, gute Chancen. Leverkusen ganz knapp den Titel verpasst. Den DFB-Pokal können sie sich aber holen. Und jetzt gucken wir, ob City sich die Champions League holt oder Arsenal ist es City. Das ist dann wieder schlecht für den Ballon d'Or. Das könnte dann Haaland werden. Mal gucken, ob wir ihn jetzt zu Dortmund holen können. Jetzt müssen wir hier aber die letzten Schritte noch bei der zweiten Mannschaft machen, bevor wir wechseln. Der Torwart hat zumindest einen Potenzialpunkt dazu bekommen. Ist also bei einer 86. Hier bleibt dieser Spieler bei der 85. Da wird also nicht mehr so viel passieren. Hier sehen wir noch einen 92er Potenzial. Hier bleibt das Potenzial gleich. Und bei Brunner wird hier einfach mal ein 99er Potenzial angezeigt. Bei Nogittens übrigens noch 97. Hier bleibt es bei einer 92. Aber ja, die Mannschaft ist gut aufgestellt. Ich versuche jetzt noch einfach was auf der Torwart- oder Innenverteidigerposition zu machen. Und jetzt haben wir lange auf den Van Dijk Region gewartet. Und jetzt ist er da. Und das sogar ablösefrei. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Transfer. Denn hier wird die Gesamtstärke auf der Position nicht auf der 85 stehen bleiben, sondern in ein, zwei Jahren hier auf der 88 sein. Also fehlt jetzt nur noch der Torwart. Costa würde hier Sinn machen, dann würden wir schon mal Leverkusen schwächen und wahrscheinlich auch die Titel ein bisschen entspannter holen. Aber wir müssen natürlich auf die Gesamtstärke gehen. Da wollen wir natürlich das Maximale haben und das haben wir hier mit Donnarumma. 70 Millionen bezahlen wir. Und damit haben wir auch das allerletzte Problem in der Startelf gelöst. Aber die Ersatzbank, die ist natürlich jetzt noch ein Problem. Vor allem was die Backups für vorne betrifft. Ja, viel Geld haben wir nicht mehr, deswegen gucke ich nochmal nach Spielern hier, die eben keine Ablöse kosten. Und jetzt habe ich hier auch noch 4 Ersatzspieler bekommen. Die beiden hätte ich auch noch gerne gehabt, da waren andere Vereine aber schneller. Und ich hätte gerne natürlich noch bessere Spieler hier auf der Bank. Aber das muss erstmal reichen. Projekt zweite Mannschaft hier zu einer Weltklasse-Mannschaft aufzubauen, ist damit erstmal abgeschlossen. Und jetzt sind wir hier zurück bei der ersten Mannschaft. Hier hat sich natürlich viel getan bei den Gesamtstärken. Gibt hier Positionen, wo wir gar nichts mehr machen müssen, wie zum Beispiel auf der Torwart- oder Innenverteidigerposition. Aber Rechtsverteidiger, ZM, ZRM und auch Stürmerposition, da wollen wir jetzt noch nachlegen. Ja, leider haben wir hier aber einfach nur 57 Millionen. Also normalerweise hätten wir hier jetzt wahrscheinlich 600 Millionen oder sowas in die Richtung. Aber das investierte Geld, das habe ich ja quasi immer rückgängig gemacht, bis auf eben ein paar Transfers. Aber ja, eigentlich haben wir jetzt hier knapp 500 Millionen oder so verpasst, weil wir eben bei der zweiten Mannschaft waren. Die sind aber weg, die können wir uns jetzt nicht einfach zurückholen. Wir wollen uns aber jemanden zurückholen und das ist Haaland. Ja, aber wenn ich den Preis und das Alter so sehe, dann muss ich mir das echt schon überlegen. Die beiden, ja, die haben ihr Potenzial erreicht, die könnten wir natürlich verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich das hier für einen 31-Jährigen machen will, denn ja, diese Challenge könnte jetzt auch noch 5 bis 6 bis 7 Jahre gehen oder so. Also eigentlich müssen wir da so ein bisschen weitsichtiger denken. Und das heißt, wir brauchen einen Regen, den Messi-Regen. Den würde ich gerne haben, der würde uns wahrscheinlich auch direkt verstärken. Und durch den Mittelstürmer-Bug hat er sogar die gleiche Gesamtstärke wie Haaland, 94. Ja, und ist natürlich viel, viel jünger und spielt bei einem direkten Konkurrenten hier in der Liga. Die Position ist vielleicht so ein bisschen ein Problem. Da müssen wir entweder in einem 4-2-4 spielen oder hier mit einem ZDM. Guck mal, ob der Benzema-Regen vielleicht ein bisschen günstiger ist. Also hier finde ich ihn schon mal nicht. Ach, und das liegt daran, dass Benzema jetzt ein Stürmer ist. Das ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Ja, und eine 90er Gesamtstärke hat er auch nicht mehr. Also ich muss noch weitersuchen. Das ist der Kane-Regen. Und ich glaube, das ist der von Lewandowski. Es gibt hier also sehr, sehr viel Auswahl auf der wichtigsten Position, die wir jetzt verändern wollen. Und ja, ich werde einfach auf den besten Spieler gehen. Ich hoffe, die Mittelstürmerposition wird hier nicht zu einem Problem. Aber ich will die 94 haben und das in Jung. Und deswegen werde ich jetzt natürlich die anderen Stürmer verkaufen. Moukoko, 120 Millionen werden wir direkt annehmen. Den Stürmer habe ich hier zurückgeholt. Den habe ich ja auch am Anfang verpflichtet. Da lasse ich mir die Butter nicht vom Brot nehmen. Der wird jetzt hier auch verkauft. Und damit haben wir jetzt hier wieder 271 Millionen. Mal gucken, ob die jetzt hier schon reichen. In so einer Karriere müssen wir natürlich auch den Transferrekord brechen. Das wird einfach mal innerhalb der Bundesliga passieren, aber nicht für 255 Millionen. Wir versuchen es einfach mal mit 260. Aber auch das wird nichts. Vielleicht klappt es ja jetzt mit einem Tauschspieler. Ja, da muss Leverkusen erstmal nachdenken. Und jetzt habe ich nicht nachgedacht und habe zu lange simuliert. Aber einen Tauschspiel wollten die hier auch nicht haben. Aber gut, dann verkaufe ich den Spieler halt. Hoffentlich klappt es damit jetzt. Komm, wir gehen hier direkt mal mit 270 Millionen rein. Und ja, diesmal wird es klappen. 280 Millionen werden angenommen. Und damit holen wir uns hier den besten jungen Spieler der Welt ins Team. Und der bringt Dortmund jetzt hoffentlich ins Champions League Finale. Und das am besten auch ein bisschen öfter. Wahrscheinlich werden wir das brauchen. Hier sehen wir es nochmal. 280 Millionen. So, das muss jetzt aber auch funktionieren. Und ich will eigentlich weiterhin mit ZOM spielen. Da gibt es ja noch ein paar Spieler, die so richtig viel Potenzial haben. Aber wir müssen natürlich auch gucken, ob er hier spielen kann. Und ja, Minuspunkte gibt es hier erstmal nicht. Aber ist natürlich die große Frage, ob er dann auch direkt immer spielt. Aber die Umwandlung dauert hier auch nur 29 Wochen, also keine komplette Katastrophe. Also in der nächsten Saison haben wir dann schon mal den perfekten Stürmer da auf der Position. Und jetzt sind wir hier fast schon am Deadline-Day, haben eigentlich noch viel zu tun. Und auf der Flügelposition müssen wir eigentlich auch noch was machen. Aber hier auf dem rechten Flügel haben wir erstmal Garnacho. Da meine ich die andere Seite. Mbappé ist nämlich hier schon 32.
Aber da werden wir ähnliche Preise zahlen müssen wie für den Stürmer. Das wird also nichts. Da ist nur das Problem, dass wir da kein Geld haben für einen richtig guten Spieler. Ja, auf der Außenverteidigerposition. Da ist das Problem, dass es keine so richtig krassen gibt. Also für unsere Verhältnisse, ich suche mal nach einem Regen. Und da habe ich ihn auch direkt schon gefunden. Das ist der von Cancelo. Ja, Gesamtstärke stimmt aber nicht. Und Potenzial hat er natürlich auch nur eine 86. Aber das gleiche Potenzial hat auch der von Robertson. Der spielt hier beim FC Bayern. Linksverteidiger. Können wir aber natürlich ganz schnell umtrainieren. Und da haben wir sogar Glück, denn sein starker Fuß ist sogar jetzt hier der rechte. Und damit wissen wir hier schon mal, wen wir holen. Trent Alexander-Arnold, der ist natürlich auch schon zu alt. Jetzt ist das Problem nur noch, ob wir uns den hier leisten können. Also wir müssen den Spieler mit dran bieten, das steht schon mal fest. Mal gucken, ob es hier mit diesem Deal klappt. Und nein, das klappt offensichtlich nicht. Ja, und jetzt haben wir ein echtes Problem. Rico Lewis wollte ich eigentlich nicht abgeben und das wird wahrscheinlich auch keinen Sinn machen, den hier abzugeben. Denn wenn die 40 Millionen Marktwert nicht annehmen, beziehungsweise eben so viel dann noch fordern, dann werden sie das wahrscheinlich auch nicht machen. Also müssten wir jetzt einen Spieler völlig über Marktwert hier reinbieten. Und das macht natürlich jetzt auch keinen Sinn. Ja, ich habe es jetzt nochmal mit Matcher versucht. Ich glaube aber, vom Gehalt her wird das nicht passen. Vielleicht können wir einen Spieler verkaufen, aber Rico Lewis, den werden wir nicht verkaufen. Den will ich als guten Backup auf der Position haben. Oder wir eben mehr Geld bieten müssen. Werde ich jetzt zum Beispiel einen Tausch hier machen, den ich normalerweise nicht machen würde. Denn den 72er brauche ich natürlich nicht im Kader, aber ich will, dass der Deal hier durchgeht. Und nein, jetzt habe ich 1000 Euro über seinem aktuellen Gehalt geboten und das reicht nicht. Okay, der Deal ist damit natürlich geplatzt. Und ich glaube, ich werde dann doch einfach Rico Lewis hier an Dortmund 2 verkaufen. Dann verstärken die sich da auch nochmal auf der Position und wir bekommen schnell Geld. Da hat die zweite Mannschaft direkt mal mitgedacht. Und jetzt hoffe ich eigentlich schon fast, dass der Matcher-Deal hier nicht durchgeht. Und dass er uns jetzt verlässt, heißt, dass wir auf jeden Fall den anderen Verteidiger bekommen. Ganz egal, ob der Tauschdeal durchgeht oder nicht. Also, hier der erste Transfer von Dortmund zu Dortmund 2, der jetzt offiziell stattfindet. Und als aktueller Backup ist sogar Gray hier am Start, der normalerweise ZM spielt. Also, das ist auch eine gute Sache. Der Deal schmerzt also gar nicht. Und jetzt wird das Angebot hier auch angenommen. Jetzt werden wir auf jeden Fall auch genug Gehalt haben. Und damit ist es hier perfekt gelaufen. Wir bekommen jetzt unseren neuen Rechtsverteidiger. Also gleich wird er unser neuer Rechtsverteidiger sein. Und jetzt haben wir noch 40 Millionen, die werde ich aber sparen für die nächste Saison. Ich will jetzt hier nicht noch einen Tauschdeal machen, nicht noch einen Spieler verlieren. Wir wollen jetzt hier reinstarten in die Saison. Entwicklungspläne werde ich jetzt natürlich machen. Aber mit extrem viel Entwicklung können wir hier aktuell nicht rechnen, denn die meisten haben ihr Potenzial schon erreicht. Und Mbappé ist jetzt hier schon runter auf die 91. Also ja, da müssen wir im nächsten Jahr was machen. Theoretisch können wir natürlich den Messi-Region hier auch auf die Flügel packen. Aber der beste Spieler sollte in der Mitte spielen. Jetzt machen wir noch kurz die Positionsumwandlung und dann können wir jetzt auch endlich reinstarten in die Saison. Und kurz noch ein abschließendes Wort hier zu den Jugendspielern. Die meisten sind natürlich noch nicht gut genug, haben vielleicht auch gar nicht so viel Potenzial. Der ist aber richtig gut und deswegen werde ich ihn jetzt hier direkt zurückholen, auch wenn er, glaube ich, aus der zweiten Mannschaft kommt. Wir tun einfach mal so, als hätte ich den jetzt hier 6 Jahre jedes Mal ausgeliehen. Denn wenn ich jedes Mal noch die Leihe gemacht hätte, dann wären wir wahrscheinlich noch 2 Stunden länger hier mit dabei und wir sind schon 8 Stunden oder 9 Stunden dabei. Nur noch mal als kleine Erklärung, jetzt wollen wir aber so richtig reinstarten in die Saison und auch in den DFB-Pokal, denn es geht hier direkt im allerersten Duell gegen die zweite Mannschaft. Ja, ist natürlich blöd, wir werden schon wieder kein Finale hier sehen. Es kann also nur ein Dortmunder Team weiterkommen, mal gucken, welches es sein wird. Und keine große Überraschung mit den Gesamtstärken, es ist die zweite Mannschaft. Dafür läuft es in der Liga aber nicht so gut für die zweite Mannschaft. Aber ich glaube, das wird sich im Laufe der Saison noch ändern. Im DFB-Pokal sind sie hier im Viertelfinale, in der Champions League sind sie hier als Erster weitergekommen. Und die erste Mannschaft macht es genauso, aber mit ein bisschen mehr Punkten. Aber die Gruppe war natürlich auch viel, viel leichter. Aber Hauptsache, beide sind weitergekommen und Real Madrid spielt direkt gegen das nächste Dortmunder Team hier im Achtelfinale. Die zweite Mannschaft muss gegen Salzburg ran. Schauen wir hier erstmal auf das Hinspiel der ersten Mannschaft, was überhaupt nicht gut aussieht. Denn diese Mannschaft hat uns hier mit 2:0 besiegt. Vini, den holen wir uns hoffentlich im nächsten Jahr. Jetzt sehen wir aber vielleicht auch, woran das liegen könnte. Denn ja, der Spieler, der eigentlich da spielen sollte, hat nicht so viel da gespielt. Jetzt ist aber die Positionsumwandlung auch durch. Jetzt ist er umtrainiert. Aber der hat natürlich gar keine Bissigkeit. Es wird wahrscheinlich zu spät kommen. Gucken wir direkt mal auf das Rückspiel. Und ja, da trifft er direkt, aber wir kassieren noch ein Gegentor und damit fliegen wir trotz Überzahl raus. Ja, die zweite kommt weiter, unser Ziel können wir in dieser Saison aber nicht erreichen. Deswegen springen wir jetzt hier zum Saisonende. Letzter Spieltag, Dortmund oder Dortmund 2, wer wird Meister? Jetzt spielen wir das aus der Sicht von der ersten Mannschaft, jetzt wollen wir das Ding natürlich hier holen. Aber Frankfurt hat hier schon mal ein gutes Team. Ja, und die gewinnen dann auch, Lewandowski Region trifft. Aber in Dortmund wird trotzdem gefeiert, denn die zweite Mannschaft holt sich dann natürlich den Titel. Und ich hoffe, die holt sich auch den Titel hier im DFB-Pokal. Da ist
schon mal das Viertelfinale, was gewonnen wurde, aber das Halbfinale wurde leider nicht gewonnen. Noch viel wichtiger aber die Champions League, gucken wir direkt mal rein. Auch da gibt es einen Sieg im Viertelfinale, aber auch da fliegen wir gegen ein deutsches Team im Halbfinale raus. Ich habe ja gesagt, Frankfurt ist eine gute Mannschaft, die stehen jetzt hier im Champions League-Finale. Das könnte der dritte Verein aus Deutschland sein, der die Champions League gewinnt. Der Mbappé von der Gesamtstärke runtergegangen, aber starke 27 Tore und 9 Vorlagen. Wenn in der nächsten Saison dann auch noch der Messi-Regen die ganze Zeit spielt, dann würde es, glaube ich, besser laufen. Gucken wir direkt mal auf den DFB-Pokal. Da sehen wir, Leverkusen holt sich den Titel. Auch wenn die am Anfang der Saison den besten Spieler verloren haben. Und jetzt gucken wir auf die Champions League. Kann sich Frankfurt hier den Titel holen? Und ja, die holen sich den Titel. Dritter deutscher Verein, der die Champions League hier gewinnt. Und eigentlich Leverkusen mit einem 94er hätten da eigentlich auch mal gewinnen können. Ja, und bittere Saison für Darmstadt. Pokalfinale verloren, richtig große Chance verpasst und dann auch noch die Relegation verloren. Zum Abschluss der ersten Saison wieder zurück bei der ersten Mannschaft. Nochmal ein kurzer Blick. Und auf der Bank sehe ich hier direkt schon mal, dass ich einen Fehler gemacht habe. Denn der Spieler hatte einfach mal einen 92er Potenzial, habe ich davor nicht nachgeguckt. Das war eine richtig dumme Entscheidung, den jetzt schon zu holen. Ja, und damit verliert er einfach mal 4 Potenzialpunkte in der neuen Saison. Bevor er noch mehr verliert, habe ich ihn hier direkt mal ausgeliehen. Denn ich glaube, wir brauchen noch ein paar Saisons. Und da habe ich dann lieber einen richtig krassen Spieler auf der Bank, anstatt jetzt so einen halbkrassen. Und apropos krasse Spieler, hier sehen wir den Salah-Regen. Aber es geht natürlich noch krasser, aber Vinicius schon 31. Das macht eigentlich keinen Sinn mehr. Und aktuell können wir uns den auch noch gar nicht leisten. 122 Millionen haben wir für die neue Saison. Also ZM, ZOM und auch einen Flügelspieler werden wir uns hier nicht holen können. Ich werde aber jetzt mal jede Position durchgehen und da so eine kleine Liste erstellen mit Spielern. Denn jetzt ist der Zeitpunkt für so einen kleinen Mini-Umbruch. Das kann auch nicht sein. Schon wieder ein krasser Regen, der hier bei Leverkusen landet. Und klar, den De Bruyne Regen, den wollen wir natürlich hier im Team haben. Und jetzt steht hier auch die Liste, die gehen wir ganz schnell durch. ZM-Position, da will ich auf den De Bruyne Regen gehen. Das ist das, was am meisten Sinn macht. ZOM-Position, da haben wir 3 Spieler, die 29 Jahre alt sind. Ein Bellingham, der hat nur noch 12 Monate Vertrag, den könnten wir ein bisschen günstiger bekommen. Aber ich glaube, ich habe da einen anderen Plan, Dybala Regen. Der wird da, denke ich, spielen können. Und mit dem Alter wird er sich dann auch noch besser entwickeln. Auf dem Flügel haben wir dann 2 31-Jährige. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, so viel Geld zu investieren, wenn die dann schon bald wieder runtergehen von der Gesamtstärke. Das ist der Neymar Regen. Aber das lohnt sich auch nicht so richtig. Also Salah Regen macht da am meisten Sinn, aber momentan performt ja Mbappé. Und wir haben ja auch eine 91er Gesamtstärke bei Garnacho, der noch ein paar Jahre hat. Also da werden wir nicht direkt nachlegen. Also ZOM oder ZM-Position. Ich versuche es erstmal hier auf der ZM-Position. Da müssen wir natürlich einen Tauschdeal hinbekommen. So hier, Emery plus 100 Millionen. Wie hört sich das an, Leverkusen? Ja, schon mal nicht ganz schlecht. 20 Millionen wollen die aber mehr. Komm, ich gebe 5 mehr. Aber die wollen 10 und ich würde sagen, da einigen wir uns auch direkt. Denn damit machen wir hier nochmal ein ordentliches Upgrade. Das ist aber auch das Letzte, was wir hier in dieser Transferphase machen können. Obwohl, eine Sache will ich noch versuchen. Wahrscheinlich wird das nicht funktionieren. Und ja, wenn ich das hier so sehe, dann bin ich mir schon sicher, dass das nicht funktionieren wird. Obwohl, das könnte ja was werden, aber das Gehalt ist natürlich ein großes Problem. Ja, ich habe es versucht, so lange wie möglich rauszuzögern, konnte aber keinen Spieler mehr verkaufen. Das wäre jetzt hier nochmal ein richtig gutes Upgrade gewesen. Aber es gibt da ja noch das Vorbereitungsturnier. Den Spieler will ich hier nicht verkaufen, auch wenn richtig krasse Angebote hier reinkommen. Und jetzt habe ich angefangen, den Deal mit Bellingham zu machen. Jetzt will ich den noch abschließen, habe noch einen Spieler verkauft. Und jetzt hoffe ich mal, dass der Deal jetzt hier durchgeht. Ich hoffe vor allem, dass die Rainer jetzt hier noch haben wollen. Ja, die wollen Rainer, die wollen jetzt aber auch viel, viel mehr Geld. Die haben den Vertrag verlängert. Das heißt nichts Gutes. Denn jetzt werde ich mir Bellingham schon wieder nicht leisten können. Obwohl, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja komm, jetzt gehe ich hier selber rein, Bellingham. Wir müssen natürlich einen Ex-Dortmunder hier zurückholen. Ein Döner bleibt jetzt hier übrig. Das Angebot sollte Bellingham aber normalerweise hier annehmen. Und ja, das tut er. Und damit haben wir das nächste Upgrade auf der ZOM-Position. Neuer alter Spieler. Ich hoffe, er ist mit dabei, wenn beide Dortmunder Teams im Champions League-Finale stehen. Der wird ja noch 5-6 Jahre haben, wo er auf Top-Niveau spielen kann. Und damit haben wir jetzt auch alle Spieler im Mittelfeld eine 90er Gesamtstärke. Und jetzt machen wir einen großen Sprung in die Mitte der Saison. Die zweite Mannschaft hier auf dem ersten Platz. Brunner momentan Top-Torjäger. Ballon d'Or habe ich wieder einmal leider vergessen. Das direkte Duell zeige ich euch aber hier. Das ist eine 0-0. Und ein 0-0 kann es hier im DFB-Pokal nicht geben. Mal gucken, ob beide Teams hier noch am Start sind. Und nein, die zweite Mannschaft ist hier leider schon rausgeflogen. Darmstadt spielt hier wieder eine gute Saison im DFB-Pokal. Und eine gute Saison wollen wir hier auch in der Champions League sehen. Beide Teams kommen souverän weiter. Und ich hoffe, das tun sie diesmal auch in der Champions League. Hinspiel 1-1 gegen Lyon, auch 1-1 gegen die erste Mannschaft, beziehungsweise zweite. Wir sind ja die erste Mannschaft und ja, die erste Mannschaft ist leider auch aus dem Pokal jetzt rausgeflogen gegen Augsburg. Aber Hauptsache, die Mannschaft fliegt hier nicht raus aus der Champions League. Also Lyon hat dann ein richtig starkes Team, aber natürlich nicht lange so stark wie unser Team. Und im Rückspiel zeigt unser Team auch, dass es so richtig stark ist. 4-1. Gesamtergebnis also ein 5-2 und ein Gesamtergebnis von 5 gibt es auch bei der zweiten Mannschaft. Da hat Barca aber noch ein Tor mehr geschossen, bringt den aber natürlich auch nichts. Und jetzt sehen wir hier das Viertelfinale, sehr gute Sache. Nicht schon mal das Duell gegen die zweite Mannschaft.
Und das gibt es hoffentlich jetzt auch nicht im Halbfinale. Aber ich hoffe natürlich, dass sie da überhaupt gelandet sind. Und ja, sie sind da gelandet. Es gibt aber das direkte Duell. Also Lospech hier im Halbfinale ist natürlich bitter, aber es gibt auch eine gute Nachricht. Denn eine Dortmunder Mannschaft wird hier ganz sicher im Champions-League-Finale vertreten sein. Ja, und nach dem Hinspiel sieht es so aus, als wäre es Dortmund 2. Und ich bin ehrlich, das will ich auch sehen. Denn die erste Mannschaft hat die Champions League ja schon gewonnen. Könnte natürlich jetzt auch eine B11 aufstellen oder sowas in die Richtung. Aber das würde sich irgendwie falsch anfühlen. Die zweite Mannschaft soll es sich schon selber richtig verdienen gegen die besten Spieler. Und ja, ich freue mich so ein bisschen, dass wir jetzt mit der ersten Mannschaft nicht weitergekommen sind. Denn damit kann sich die zweite Mannschaft jetzt den Champions League Titel holen. Genauso wie sie hier die Bundesliga geholt haben. Bei Nuggets ganz oben in der Top-Torjäger-Liste. Ja, das gab es ungefähr vor 8-9 Stunden in dieser Karriere auch schon mal. Aber das Ganze in der dritten Liga. Jetzt gucken wir auf den DFB-Pokal. Und das ist eine coole Sache, denn Darmstadt nach dem verlorenen Finale gewinnen sie jetzt ein Finale. Also wenn ich schon die Dortmunder Mannschaften hier gewinnen, dann ist es doch schön zu sehen, dass ein Underdog hier gewinnt. Einfach ein Zweitligateam DFB-Pokalsieger. Also hier kann wirklich alles passieren. Aber eigentlich will ich, dass die Mannschaft mit den besten Gesamtstärken gewinnen. Denn das würde bedeuten, dass wir jedes Spiel hier gewinnen. Frankfurt leider hier nicht im Finale. Aber ich hoffe, die zweite Mannschaft kann sich den Titel holen. Und wenn wir das Logo hier sehen, dachte ich, dass wir jetzt die Champions League hier gewinnen. Nein, das ist erstmal nicht so. Aber jetzt sehen wir nochmal das Dortmunder Logo und immer noch nicht. Jetzt sehen wir noch Darmstadt. Hallo, ist die Champions League hier noch nicht gespielt oder was? Doch, die Champions League ist gespielt, aber City hat die leider gewonnen. Hätte ich doch mal Haaland geholt. Ja, 2-1 ist das Ganze ausgegangen. Bitter, dass die zweite Mannschaft den Titel nicht geholt hat. Aber so oder so, wir hätten natürlich reingehen müssen in eine neue Saison, wo wir vielleicht auch einen neuen Innenverteidiger holen, obwohl wir haben, glaube ich, auch noch andere Baustellen, aber gucken wir uns das in Ruhe in der Transferphase an. 129 Millionen haben wir hier zum Ausgeben. Kobel geht von der Gesamtstärke jetzt schon runter. Also da müssen wir natürlich nachlegen. Natürlich nicht mit einem Spieler wieder von Leverkusen. Denn Costa ist zu alt, wir brauchen den jungen Torwart. Das ist schon mal Option Nummer 1 mit Courtois, also mit seinem Regen. Und der Ter Stegen Regen ist Option Nummer 2. Alle anderen guten Keeper, wie zum Beispiel Ederson oder Maignan, haben ihre Karriere noch nicht beendet. Courtois macht natürlich hier am meisten Sinn. Und ich werde hier auch erstmal die schwächere Gesamtstärke in Kauf nehmen, damit sich der neue Torwart natürlich maximal bei uns entwickeln kann. Na gut, mein Plan geht nicht ganz so auf mit einem Tauschdeal. Na gut, dann muss ich den Plan anders umsetzen. Jetzt hier erstmal 109 Millionen. Ja komm, machen wir 105. Getafe muss ein bisschen nachdenken. Aber zum Glück nehmen sie das Angebot hier an. Also für die Zukunft sind wir da schon mal richtig gut aufgestellt. Aber mit den 105 Millionen, die wir hier ausgegeben haben, ist der Transfer natürlich noch lange nicht abgeschlossen. Und jetzt genau in den Tagen, wo ich eben den Spieler verpflichte, geht der Ersatzkeeper hier hoch. Aber so oder so, den hätte ich jetzt hier ausleihen müssen. Bei Kobel habe ich ein bisschen zu viel Angst, dass der dann hier zurückgeholt wird. Deswegen kommt er auf die Transferliste. Und ganz, ganz wichtig, der Torwart hat kein Potenzial verloren. Sogar noch welches dazu bekommen. Steht jetzt bei einer 92. Und warte mal, bevor ich den Keeper jetzt hier verleihe und der vielleicht dann irgendwie doch noch wieder zurückgeholt wird. Wir haben noch eine zweite Mannschaft. Das müssen wir doch ausnutzen, auch wenn die jetzt auf der Torhüter-Position absolut überbesetzt sind. Ich werde übrigens auch keinen Backup-Keeper oder sowas holen. Bei dem Regen darf wirklich gar nichts schief gehen. Wir gucken kurz mal die Mannschaft hier durch. Ja, ein paar neue Spieler kommen immer irgendwie dazu. Das kann ich nicht alles rückgängig machen, weil das meistens dann zwischen der Saison passiert. Aber die wichtigsten Spieler sind da. Brunner hier auf der 97, genauso wie Beino Gittens. Also Ballon d'Or muss ich gleich mal reingucken. Davor werde ich aber noch versuchen, die nächste Verstärkung für die Mannschaft zu holen. Guardiol ist 31 Jahre alt, den würde ich gerne eintauschen. Aber wahrscheinlich werden wir hier zu wenig Geld haben. Oh, obwohl, geht direkt durch. Hätte ich ein bisschen besser verhandeln sollen. Ich hoffe, er scheitert jetzt nicht hier am Gehalt. Oh nein, es wird hier nicht scheitern. Und damit machen wir die Innenverteidigung nicht nur besser, sondern auch jünger. Das müsste übrigens jetzt hier ein Pre-Gen sein, und zwar von Koundé. Aber so oder so, der hilft uns hier weiter und damit steht auch die Mannschaft für die nächste Saison. Ja, auf manchen Positionen kann ich einfach nichts machen. Da lässt der Assistenztrainer den Spieler mit der niedrigeren Gesamtstärke spielen. Und eine Verstärkung gibt es noch für die Mannschaft. Der Spieler hat jetzt nur noch einen Potenzialpunkt, den können wir jetzt zurückholen. Ja, und den Potenzialpunkt hat er leider direkt bei der Rückkehr verloren. Aber jetzt ist er hier auch ein richtig guter Backup und damit können wir rein in die neue Saison. Und bevor wir uns hier wieder in der Saison verlieren, gucken wir uns den Ballon d'Or-Sieger an. Das ist Beino Gittens. Und das wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal in dieser Karriere. Und jetzt gucken wir wieder zurück auf die Spiele. Leider direkt eine Enttäuschung, DFB-Pokal. Ich glaube, da haben wir wirklich die Chance verpasst mit dem Finale. Und in dem Wettbewerb sehen wir auch schon ein bisschen, wie es in der Champions League laufen könnte. Beziehungsweise wie schwierig das ist. Denn ja, DFB-Pokal ist natürlich viel, viel leichter und auch da bekommen wir es nicht hin. Also wir haben zwei Teams, die viel, viel krasser sind hier als der FC Bayern. Aber das wird nicht reichen. Wir brauchen auch eine Menge Glück. Ja, und Glück haben wir nicht so viel hier im DFB-Pokal. Da fliegen wir nämlich direkt raus. Wieder keine erfolgreiche Saison da gespielt. Wieder kein Titel im DFB-Pokal. Unentschieden gibt es auch wieder hier im Hinspiel. Bringen wir rein in den Winter. Und da sehen wir einfach mal ein Angebot von über 190 Millionen. Ja, Garnacho, der wird meistens bei uns nicht eingesetzt. Da muss man jetzt echt drüber nachdenken. Ja, hier sehen wir es wieder. Keine Bissigkeit.
Also ein Verkauf wäre da, glaube ich, gar nicht so schlecht. Einen älteren Spieler werden wir aber natürlich nicht holen. Salah Regen oder Dybala Regen? Das ist hier die Frage. Zwei Gesamtstärken schwächer. Aber ich glaube, ich muss den Schritt einfach gehen und ich gehe, glaube ich, auf Nummer sicher. Wir wollen da direkt die richtige Position einkaufen. Das Angebot werden wir also annehmen. Und jetzt hoffe ich, dass wir uns den Spieler überhaupt noch leisten können. Denn ja, es geht natürlich immer ein bisschen Geld weg von den Transfers. Okay, das sieht hier gerade ganz, ganz schlecht aus. Hoffentlich geht das jetzt irgendwie durch. Nein, die wollen den Spieler nicht. Ich glaube, wir müssen Adeyemi hier noch mit ranbieten. Das ist ja ein kompletter Totalausfall hier mit diesem Transfer. Ach Mann, warum macht der Assistenztrainer solche Sachen hier? Und ein Tauschspiel mit Adeyemi wird schon mal nicht klappen. Vielleicht sollten wir jetzt Mbappé ranbieten. Aber der macht eigentlich so viele Scorer-Punkte. Eigentlich können wir das nicht machen. Komm, ich versuch's mal hier mit diesem Spieler. Nee, das klappt auch nicht. Und damit muss ich, glaube ich, jetzt hier auf Mbappé gehen. Aber auch den wollen die nicht. Ja, wir bekommen hier keinen Deal hin. Den Spieler, den werden wir nicht bekommen. Ja, das habe ich mir ein bisschen zu einfach vorgestellt. Wir gehen auf den nächsten Spieler und da sollte es, glaube ich, ein bisschen einfacher gehen, denn da läuft der Vertrag, glaube ich, in 12 Monaten aus. Oder zumindest wurde da ein bisschen was angezeigt. Ja, 130 Millionen wird angenommen. Und wenn wir den jetzt nicht umtrainieren können, dann ist wirklich alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Aber gut, ich glaube, es wird besser laufen als ein Garnacho, der mit seinem Marktwert nur auf der Bank sitzt. Und jetzt der Moment der Wahrheit. Wird er jetzt hier rechter Flügel spielen können? Ja, 2 Wochen. Perfekte Sache. Ein Blick auf die Statistiken hat mich hier jetzt nicht im Stich gelassen. Also er ist jetzt ein rechter Flügel. Die Frage ist nur, wird der Assistenztrainer das genauso sehen? Beziehungsweise wird er die bessere Gesamtstärke hier aufstellen? Also eigentlich wäre es schlauer gewesen, einfach Adeyemi zu verkaufen. Aber die 192 Millionen, die konnte ich hier nicht ablehnen. Also in dieser Saison wieder einiges passiert hier auf dem Transfermarkt. Und jetzt soll auch was passieren in der Champions League. Nennen wir das Kind beim Namen. Wir brauchen das Champions League Finale mit beiden Dortmunder Teams. Und das in dieser Saison, damit wir nicht die zweistellige Aufnahmezeit hier knacken. Und das Transferdrama habe ich komplett umsonst gemacht. Adeyemi spielt wieder. Ja, jetzt hat er +2. Jetzt macht es Sinn von der Gesamtstärke. Aber trotzdem natürlich blöd. Der neue Spieler, der junge Spieler wird sich da nicht entwickeln. Aber 4:2 haben wir das Hinspiel gewonnen. Und Adeyemi schießt jetzt auch das Tor im Rückspiel. Also auf der Position läuft es nicht wie geplant. Und auch in der Bundesliga läuft es hier für die erste Mannschaft überhaupt nicht gut. Also hier muss man ja fast um die Champions League zittern. Und in die gucken wir jetzt auch rein. Die zweite Mannschaft hat sich durchgesetzt gegen Rom und hier im Viertelfinale gibt es zum Glück nicht das direkte Duell, aber einfach mal 3 Teams aus Frankreich. Ich hoffe aber mal, dass 3 Teams aus Deutschland hier im Halbfinale landen. Wir gehen rein ins Viertelfinale, davor noch das Spiel gegen die andere Mannschaft, 2:0 verloren und vor allem auch das Spiel gegen Juve verloren. Auch da hat sich einiges getan in der Mannschaft und jetzt haben wir hier eine Sperre fürs Rückspiel, das ist richtig bitter, denn auch der Spieler, der da spielen könnte, der fehlt da leider verletzt. Der ZM-Spieler muss da jetzt aushelfen und der bringt uns jetzt hoffentlich noch in die nächste Runde. Aber nein, wir fliegen raus. Auch in dieser Saison werden wir unser Ziel nicht erreichen. Bei der zweiten Mannschaft sah es ein bisschen souveräner aus. Und jetzt hoffe ich mal, dass es in der Bundesliga so ein bisschen souveräner wird. Was ist da bitte los? Wir verlieren hier gerade alle Spiele. Also das Ziel kann man natürlich nicht erreichen, wenn man überhaupt gar nicht qualifiziert ist für die Champions League. Also was ist denn jetzt hier bitte los? 90er Keeper, ein Luxusproblem hier auf dem rechten Flügel. Wie schaffen wir es hier gerade bitte, die Champions League zu verspielen? Darmstadt hat sich hier einfach mal Pavlovic geholt. Okay, die Spieler sind unzufrieden. Da muss ich mich gleich mal um die Verträge kümmern. Aber mit den Gesamtstärken sollte es normalerweise auch so funktionieren. Hoffen wir erstmal hier auf einen Sieg. Und ja, den können wir holen. Das würde aber noch nicht reichen. Wir brauchen auch eine Niederlage von Frankfurt. Ja, und die spielen unentschieden. Das ist richtig bitter. Damit sind wir in der nächsten Saison einfach nur in der Europa League. Und damit verschwenden wir einfach mal eine komplette Saison. Also mit Lospech, damit habe ich gerechnet. Aber dass wir uns in dem Stadion mit der Mannschaft hier nicht für die Champions League qualifizieren, das habe ich jetzt absolut nicht erwartet. Bayern gewinnt hier in dieser Karriere mal wieder einen Titel. Nach sehr langer Zeit. Und ich hoffe, zumindest die zweite Mannschaft holt sich jetzt hier gleich die Champions League. Die stehen im Finale. Es gibt die Revanche gegen City. Und die zweite Mannschaft hat es übrigens auch viel besser gegen Juventus Turin gemacht. Also ich glaube, ich will wieder zurück zur zweiten Mannschaft wechseln. Das macht ja da viel mehr Spaß. Wir gucken da jetzt auch mal auf die kompletten Statistiken. Aber Hauptsache natürlich, sie gewinnen die Champions League. Davor sehen wir noch kurz die Gesamtstärken, die nächstes Jahr nicht in der Champions League hier mitspielen. Ich hoffe, dass wir die Saison aber jetzt hier gut beenden mit einem Champions League Titel für die zweite Mannschaft. Das wollen wir uns lieber nicht angucken. Jetzt bekommen wir auch die Champions League eingeblendet und wir sehen schon wieder Haaland, der mit City hier das Finale gewinnt. Ja, 3:2 ist die Partie hier ausgegangen. Wir haben hier die 2 krassesten Teams der Welt und haben trotzdem nur einen einzigen Titel gewonnen. Ja, auch in dieser Saison werden wir die Challenge wieder nicht schaffen. Wir haben ein bisschen Geld am Start und ich glaube, es ist der perfekte Zeitpunkt für einen Umbruch. Also auf den Flügeln muss was passieren. Mbappé 35, 90er Gesamtstärke. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo er gehen muss. Sevilla sogar mit einem richtig krassen Angebot. Also ich habe hier nachverhandelt. War erst ein Tauschdeal, aber wenn wir 114 Millionen bekommen, wäre das eine richtige
richtig krasse Sache. Und jetzt müssen wir überlegen, wollen wir hier an den direkten Konkurrenten verkaufen? Aber ja, komm, die Meisterschaft ist sowieso nicht so wichtig. Und im Endeffekt ist jeder Verein ein Konkurrent, der eben gut ist, wenn wir in der Champions League sowieso ins Finale kommen müssen. Also die beiden älteren Spieler auf den Flügeln, die sind jetzt verkauft. Wir haben 363 Millionen. Und das heißt, dass wir uns jetzt den Salar-Regen leisten können. Ja, ein bisschen mehr Geld müssen wir dann schon noch ausgeben. Am Ende werden es jetzt 186 Millionen. Und damit haben wir hier einen neuen rechten Flügel. Aber warte mal, da ist ja eigentlich ein anderer Spieler unterwegs. Der wird aber jetzt einfach auf die andere Seite trainiert. Obwohl, nee, ich mache es andersrum. Salar-Regen nämlich hier mit 5 Sterne schwacher Fuß. Dann wird er umtrainiert. Der andere war ja auch schon dran. Und damit ist der Umbruch auf den Flügeln jetzt komplett. Und wir haben immer noch 170 Millionen, um die Mannschaft zu verstärken. Wo übrigens jetzt alle Spieler die 90er Gesamtstärke geknackt haben. Und der Scout hat hier auch einen interessanten Spieler für uns. Das müsste der Jota-Regen sein, der hier bei Frankfurt gelandet ist. Das wäre der perfekte Backup-Spieler für uns. 170 Millionen. Wird schon mal nicht aufgehen, aber ich versuche es direkt nochmal, bevor ich jetzt hier in weitere Tauschdeals reingehe. Und ja, das klappt. 171 Millionen. Ja, da kann man dann auch einfach mal sporadisch als Rolle im Team haben. Eine richtige Präsentation gibt es aber trotzdem. Und eingeplant ist er hier auf der ZOM-Position als Backup für Bellingham und gleichzeitig auch als Backup für die Flügelposition. Und mit dieser Positionsumwandlung starten wir dann noch so richtig rein in die neue Saison. 5 Spieltage sind hier schon gespielt und die zweite Mannschaft mit 7 Punkten nach 5 Spielen. Also die sind überhaupt noch nicht in der Saison angekommen. Kann aber auch daran liegen, dass der Assistenztrainer einfach nicht den besten Keeper auswählt. Also ich hoffe schon mal für die Bundesliga-Saison, dass beide in der nächsten Saison hier Champions League spielen und unter die besten 4 kommen. Und Dortmund 2 braucht die Punkte gerade ein bisschen dringender. Und ja, den Ballon d'Or-Sieger haben wir in der ersten Mannschaft natürlich wieder nicht. Zumindest geht er aber hier an die zweite Mannschaft. Aber ich glaube, den nächsten Ballon d'Ors können wir überspringen. Beino Gittens wird sie sich nämlich holen. Ja, und was wir uns mal wieder nicht holen werden, ist den DFB-Pokal. Also zumindest mit der ersten Mannschaft. Die ist aber zumindest hier auf dem ersten Platz in der Liga. Das sieht da also schon mal besser aus. Und jetzt müssen wir wirklich in die Europa League gucken. Da sind wir auch noch nicht mal Erster geworden. Ja, diese Saison können wir, glaube ich, ein bisschen schneller durchgehen. Zumindest die zweite Mannschaft ist Erster geworden. Ich hoffe, da reicht es mit dem Titel. Und was wir hier schon mal sehen, ist eine richtig gute Sache. Keine Probleme hier auf der Flügelposition. Bei einer 81er Gesamtstärke, da bin ich das aber natürlich noch mehr aufgeregt. Aber ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich glaube, jetzt machen wir mal einen größeren Schritt und springen direkt zum Ende der Saison. Und da sehen wir immerhin schon ein Europa League Finale. Aber das müssen wir nicht unbedingt gewinnen. In der nächsten Saison werden wir ganz sicher an der Champions League mitspielen. Und mit Platz 1 und Platz 2 sieht das Ganze hier in der Tabelle natürlich auch wieder vernünftig aus. Und auch im DFB-Pokal sieht es vernünftig aus. Die zweite Mannschaft steht hier im Finale. Wird mal wieder Zeit, dann einen Titel zu holen. Und ich hoffe, einen Titel gibt es jetzt auch endlich in der Champions League. Gehen wir rein hier ins Viertelfinale. Auch da kommen sie weiter. Halbfinale auch überstanden. Es gibt hier das nächste Finale gegen Real Madrid. Ich hoffe mal, dass alle guten Dinge hier 3 sind. Kurzer Blick auf die Statistiken. Ja, der Messi-Regen, der liefert so richtig ab. 97er Gesamtstärke, der könnte vielleicht auch bald den Ballon d'Or gewinnen. Muss dafür, glaube ich, aber Champions League spielen. Bellingham wird das Finale nicht miterleben. Ist nämlich jetzt hier gesperrt gegen Atletico Madrid. Also eine Mannschaft aus Dortmund gegen eine Mannschaft aus Madrid in beiden Finals. Und das wäre schon eine coole Sache, wenn die Europa League und die Champions League hier an Dortmunder Vereine gehen würden. Oder eben an Borussia Dortmund. Die erste Mannschaft holt sich schon mal den Europa League-Titel. 1-0 im Stadtduell. Und die zweite Mannschaft spielt ja 2 Finals. Einmal das DFB-Pokalfinale, was sie auch gewinnen. Also die haben da jetzt einfach die Chance auf das Triple. Ja, Champions League wird hier nicht angezeigt. Gucken wir direkt hier in die Nachrichten rein. Und das gibt es doch nicht. Zum dritten Mal verlieren sie das Champions League-Finale. 2-0 gegen Real Madrid. Und Reyna gewinnt jetzt mit Real Madrid die Champions League. Ja, ein Triple wäre schon cool gewesen. Das ist aber gar nicht unser Ziel. Und dann starten wir direkt mit einem Transfer in die neue Saison rein. Jetzt wollen wir auch einen richtigen Backup für die Flügelposition haben. Also auch die Position da. Dem Assistenztrainer kann man da nämlich nicht vertrauen. Und damit holen wir hier den Son Regen für 127 Millionen. Und ich trainiere ihn jetzt sogar noch auf den rechten Flügel um. Und damit ist er jetzt wirklich der perfekte Backup. Kann vorne alle Positionen spielen. Den Torwart, den habe ich hier auch direkt mal zurückgeholt. Damit sind wir hier schon richtig gut aufgestellt. Ich gucke mal, ob ich noch was bei den Außenverteidigern machen kann. Dafür müsste ich aber wahrscheinlich noch weitere Spieler verkaufen. Das ist der Theo Hernandez Regen. Aber macht, glaube ich, auch keinen Sinn, den jetzt zu holen. Auch für Paris macht der Deal hier keinen Sinn. Da warte ich, glaube ich, noch ab. Der hat übrigens hier auch einen Regen. Aber der ist mir ein bisschen zu teuer. Ich will nur einen Backup. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier einfach mal 2 Gesamtstärken dazu bekommen. Aber nee, dieser Deal klappt hier schon mal nicht. Vielleicht ja mit einem anderen Spieler. Oh nee, da wurde erstmal nachgedacht. Wir gehen in Verhandlungsrunde Nummer 2. Aber es wäre schon ein richtig guter Deal hier für uns. Deswegen verhandelt hier noch ein bisschen nach und jetzt klappt es auch. Und damit haben wir jetzt auch einen richtigen Backup-Verteidiger. Also gut, davor hatten wir auch eine 80er Gesamtstärke. Und der Spieler kann ja auch Außenverteidiger spielen. Aber einfach vom Gefühl her ist es jetzt ein bisschen besser geworden. Also Morey, den werde ich hier gleich noch freigeben. Und damit sieht die Mannschaft dann auch in der Breite schon mal extrem gut aus. Mehr können wir, glaube ich, hier erstmal nicht rausholen. Und damit können wir auch reinstarten in die nächste Saison. Leider hier im Supercup gegen Real Madrid. Die haben verhindert, dass die zweite Mannschaft die Champions League hier holt. Und die verhindern jetzt auch, dass wir den Supercup gewinnen. Natürlich macht Reyna
auch den Siegtreffer. Aber einen Supercup gibt's noch gegen das andere Team, zumindest hier der nationale. Und das zweite Team hat sich hier einfach mal Xavi Simmons geholt, spielt aber immer noch mit dem schlechteren Keeper. Also bald muss ich da, glaube ich, auch rübergehen, vor allem torwartmäßig. Gibt's dann einen sehr interessanten Spieler, den zeige ich euch später. Jetzt gucken wir erstmal hier auf den Supercup und wir sehen, dass wir mit der ersten Mannschaft auch diesen hier verlieren. Na gut, Hauptsache wir verlieren nicht so viel in der Champions League. Und Ballon d'Or ist vielleicht doch noch ganz interessant in dieser Saison. Aber wie vermutet, geht er wieder in die zweite Mannschaft, diesmal aber an Brunner. Und jetzt springen wir direkt in den Januar rein und sehen hier keine einzige Niederlage. Mal schauen, ob wir das bis zum Saisonende durchhalten. Endlich hier auch mal einen Ligasieg gegen die zweite Mannschaft. Gucken wir auf die anderen Wettbewerbe. DFB-Pokal sind beide Teams noch drin. Also hier gibt es endlich mal wieder die Chance auf ein Finale mit den beiden Dortmunder Teams. Dafür brauchen wir aber Losglück. Champions League sehen wir das Achtelfinale, ich glaube Gruppenphase. Können wir überspringen und wir überspringen auch direkt im März. Gucken wir direkt mal, wie es im April hier aussieht. Und da sehen wir direkt schon mal zwei gute Nachrichten. Hier einmal das Halbfinale und das nicht gegen die andere Dortmunder Mannschaft. Und wir sehen auch hier das Viertelfinale in der Champions League. In der Liga aber leider hier gegen Freiburg verloren. Gegen die zweite einen Unentschieden. Aber Hauptsache in der Champions League hier durchgesetzt. Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, was die zweite in der Champions League gemacht hat. Und vor allem auch im DFB-Pokal. Und ja, auch die haben sich hier locker durchgesetzt. Damit besteht jetzt hier die Chance auf das Finale. Ich hoffe, dass wir es diesmal aus unserer Sicht nicht wieder verhauen. Und ich hoffe, dass die zweite Mannschaft es jetzt auch nicht in der Champions League verhauen hat. Also Gruppenphase natürlich für beide Mannschaften kein Problem. Achtelfinale auch kein Problem für die zweite. Beide stehen hier im Viertelfinale. Hoffentlich kommen beide weiter und landen nicht im gleichen Halbfinale. Denn mittlerweile sind wir hier schon im Jahr 2036. Stiller hier immer noch bei Stuttgart. Das ist aber auch der einzige Spieler, der da in der Startelf geblieben ist. Und ich weiß nicht, was der Assistenztrainer hier hat, aber die besseren Spieler hier auf dem rechten Flügel dürfen nie spielen. Da darf man einfach keinen Ersatzspieler holen. Es ist wirklich komplett frech. Also der will das Ganze hier, glaube ich, so ein bisschen sabotieren. Zum Glück haben wir gute Ersatzspieler. Und jetzt wollen wir hier gegen Stuttgart das Finale erreichen. Und ja, wir setzen uns hier durch. Setzt sich aber auch die andere Mannschaft hier durch. Und ja, die andere Mannschaft setzt sich durch. Dortmund 2 gegen Dortmund 1 hier im Finale. Beide mit 3:1 durchgesetzt. Davor auch beide mit 3:0. Das sieht hier nach einer absoluten Schiebung aus. Das gleiche Ergebnis kann es hier im Finale aber nicht geben. Die besten beiden Teams der Welt bekommen die gleichen Ergebnisse. Und jetzt hoffe ich, dass beide Mannschaften hier weiterkommen. Ja, nach dem Hinspiel sieht das schon mal sehr gut aus für die erste. Und im Rückspiel gibt es hier auch keine Probleme. Und Probleme gibt es auch nicht bei der zweiten Mannschaft. Auch 5:1 durchgesetzt. Ey, fühlt sich irgendwie falsch an, dass jetzt hier alles gerade gleich ist. Übrigens hier gegen Real Madrid gewonnen. Eine kleine Revanche und jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir das perfekte Halbfinale bekommen. Okay, wir haben hier noch nichts gewonnen, aber alleine, dass wir schon die Chance haben, das perfekte Finale zu bekommen, das ist schon mal richtiges Glück. Aber zwei englische Teams können uns natürlich jetzt noch abhalten vom perfekten Finale. Ein Finale sehen wir hier schon mal. Ein zweites werden wir wahrscheinlich in der Bundesliga sehen. Aber das Finale, was wir brauchen, ist das hier in der Champions League und wir sehen leider Keller. Den Jugendspieler aus der zweiten Mannschaft, der ist hier zu City gewechselt. Aber wir haben ja gesehen, die haben Xavi Simmons als Ersatz geholt und was ist denn jetzt hier los? Zwei Rotsperren oder zwei Gelbsperren, wie auch immer. Zwei richtig gute Spieler dürfen leider nicht mitspielen. Und vor allem unser bester Spieler mit dem Messi-Regen darf hier nicht mitspielen. Das darf jetzt bitte nicht scheitern gegen City. Und es scheitert nicht, denn der Chelsea-Regen macht hier noch das 2:0. De Bruyne noch hier mit dem 1:0 der Regen. Aber wir sehen direkt die nächste Rotsperre. Ja, das ist nicht so gut, aber mit dem Finale sieht es hier richtig gut aus. Jetzt müssen wir natürlich auf das andere Team hoffen. Die dürfen das jetzt nicht verhauen. Bundesliga Platz 1 und Platz 2 sollte sicher sein. Supercup haben wir das Finale gehabt. DFB-Pokal haben wir das Finale. Jetzt fehlt hier nur noch die Champions League. Okay, das Hinspiel ist noch nicht gespielt. Jetzt ist es aber gespielt und da sieht es leider nicht so gut aus. Würde es jetzt hier an der zweiten Mannschaft scheitern? Anning, der war in der zweiten Mannschaft noch ganz am Anfang am Start, ist jetzt bei City gelandet. Und dass wir hier ins Finale kommen, da mache ich mir nicht mal ganz so große Sorgen. Aber da sollten wir natürlich auch erstmal schaffen. Aber ja, das ist kein Problem. 3:1. Aber das bringt nichts, denn die zweite Mannschaft verliert auch das Rückspiel gegen Arsenal. Und das ist jetzt hier der absolute Bruch. Das kann doch nicht sein. Wenn wir Pech haben, dann landen wir jetzt im Viertelfinale, im Halbfinale und erst dann wieder im Finale aufeinander. Vielleicht fliegt auch eine Mannschaft davor schon raus. Ja, extrem bittere Sache. Das, was bleibt, ist der DFB-Pokal und den gewinnt hier die zweite Mannschaft. Ja, cooles Bild, aber leider nur mit dem DFB-Pokal. Ja, und über das Champions-League-Finale können wir uns natürlich jetzt nicht so richtig freuen. Triple ist auch nicht möglich. Das hat uns die zweite Mannschaft jetzt hier kaputt gemacht. Freiburg hat übrigens verhindert, dass wir eine Saison ohne Niederlage spielen. Ach Mann, was soll das denn? Selbst 54 Scorer-Punkte bringen nichts, wenn die andere Mannschaft nicht auch abliefert. Es hätte die perfekte Saison sein können, sein müssen eigentlich schon. Ich hoffe, es gibt zumindest jetzt noch einen guten Abschluss. Ich meine, Champions League Finals wurden hier schon genug verloren. Gegen Arsenal soll es jetzt hier mal wieder einen Sieg geben und den gibt's.
Gavi hier noch mit einem Frustfoul, weil er gemerkt hat, dass wir hier nicht gegen die zweite Mannschaft spielen. Alle drei Titel gehen an Dortmund und wir müssen hier trotzdem noch weitermachen. Und damit gehen wir nicht nur ins Jahr 2037, sondern auch für mich schon in die 13. Aufnahmestunde. Also so lange habe ich ein Video noch nie aufgenommen. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst einen Like da. Ich glaube, das wird auch die letzte große Challenge, je nachdem, wie es natürlich bei euch ankommt. Aber das ist wirklich zu viel. Aber jetzt konzentrieren wir uns wieder darauf, dass wir das Ganze natürlich auch schaffen. Und ihr seht ja hier diesen Torwart. Das ist der Ederson Regen, der hier einfach mal auf eine 93 hochgegangen ist. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Aber das ist eine sehr gute Sache für die zweite Mannschaft. Da soll er nämlich spielen. Und wir sehen auch, die zweite Mannschaft hat Donnarumma hier verloren. Ah ne, falscher Alarm. Der ist nur ein bisschen zu alt. Denn die Standardeinstellung ist er mal maximal 35. Aber auch wenn er nicht mehr viel Marktwert hat, ich werde ihn jetzt wechseln lassen und diesen Keeper zum Team holen. Also zur zweiten Mannschaft. Ich will aber nicht den Verein wechseln. Deswegen habe ich das Ganze jetzt einfach mit der Mod gemacht. Ich meine, wir waren ja schon ein paar Jahre nicht bei Dortmund 2. Da müsste ja mittlerweile so viel Geld sein, dass dieser Transfer kein Problem sein sollte. Der Donnarumma-Wechsel ist jetzt hier auch geschehen. Und eine weitere Sache werde ich hier noch machen. Lenny Keller, der kommt wieder zurück zur zweiten. Da sehe ich nicht ein, stundenlang nach Jugendspielern zu suchen, nur damit die wegwechseln. Xavi Simons kehrt wieder zurück. Okay, bei Keller wird irgendwie noch City angezeigt. Jetzt ist es aber richtig. Und City will ich damit natürlich auch nicht so richtig schwächen, deswegen macht es mehr Sinn, wenn Xavi Simons jetzt dahin geht. Und weil wir da jetzt so ein bisschen getrickst haben oder uns da einfach die Zeit gespart haben, rüber zu gehen, werde ich hier bei der ersten Mannschaft nichts in dieser Transferphase machen. Damit gehen wir rein in die neue Saison. Mallorca ist hier der Gegner, der uns diesmal hoffentlich nicht davon abhält, hier den internationalen Super Cup zu gewinnen. Aber die machen es leider genauso wie Real Madrid. Mein Bauch knurrt, die Challenge hat kein Ende und jetzt gibt es auch noch technische Probleme. Also das Mikro hat gerade nicht aufgenommen, ich weiß nicht wie lange. Also ich bin hier in den April gesprungen, Bundesliga-Tabelle habe ich gezeigt, DFB-Pokal habe ich gezeigt, da ist die zweite Mannschaft noch drin, die erste ist leider rausgeflogen. Und das Wichtigste natürlich hier die Champions League, da sind beide Mannschaften zum Glück weitergekommen. Und zum Glück gibt es auch kein Viertelfinalduell zwischen den beiden Mannschaften, aber City und Real natürlich auch zwei starke Gegner. Ich werde das Ganze jetzt hier im Schnelldurchlauf machen, wir gucken auf das Hinspiel. Das ist schon mal eine entspannte Nummer. Wir kommen hier ins Halbfinale und der Gegner ist die zweite Mannschaft. Das heißt, die Saison ist direkt wieder für uns gelaufen. Mit der ersten stehen wir zwar im Champions League Finale, aber wie immer bringt das nicht so viel. Ja, und die zweite Mannschaft hat sich den DFB-Pokal hier nicht geholt. Das hat nämlich Schalke getan. Waren die da überhaupt im Finale? Nee, die sind auch an Bayern gescheitert. Der nächste Underdog, der hier den DFB-Pokal gewinnt. Schalke und Darmstadt ist, glaube ich, die perfekte Kombi für Fabiano. Ja, und eine perfekte Kombi gibt es für uns leider nicht im Champions League Finale. Sevilla ist der Gegner. Ich gucke nochmal ganz kurz hier in die Bundesliga rein. Da haben wir uns den Titel geholt. Und jetzt wollen wir uns natürlich noch die Champions League holen. Ja, Mbappé ist da am Start. Wir haben so ein bisschen Probleme auf den Flügeln. Obwohl, Probleme kann man das eigentlich auch nicht nennen. Also wie unmotiviert kann man eigentlich für ein Champions League-Finale hier sein? Wir gehen rein ins nächste, was wir mit 3:1 gewinnen. Wuhu! Dritter Aufnahmetag, schon wieder jetzt 5 Stunden aufgenommen. Und die Challenge ist hier immer noch nicht abgeschlossen. So langsam bekomme ich hier echt Kopfschmerzen. Video kann morgen nicht kommen. Deswegen spare ich mir jetzt hier auch diese Transferphase. Ich habe nicht mehr genug Energie, um hier vernünftig was durchzugucken. Und ich meine, ja, was soll ich auch noch an der Mannschaft verbessern? Gibt jetzt hier noch einen Wechsel auf der ZOM-Position. Aber es hilft hier nur noch zu hoffen. So, ganz kurzer Blick hier auf die Supercups. Da können wir endlich mal gewinnen. Ja gut, den Nationalen dann aber nicht. Ausgerechnet natürlich gegen Schalke. Und jetzt geht's hier in den Januar rein. Wir gucken gar nicht mehr auf die Tabelle. Champions League Achtelfinale ist am Start. Wir springen wieder direkt in den April. Und da sehen wir auch direkt schon, das Viertelfinale ist erreicht. Das war aber eine richtig knappe Nummer. Im Elfmeterschießen erst durchgesetzt. Und jetzt gucken wir hier auf das Viertelfinale gegen Inter. Hinspiel schon mal gewonnen. Jetzt noch das Rückspiel gewinnen. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Wir sind hier wieder im Halbfinale und haben noch gar nicht geguckt, was das zweite Team gemacht hat. Aber wenn die auch gut am Start waren, dann gibt es da die Chance auf das Finale. Okay, in der Liga waren die überhaupt nicht gut. Das heißt schon mal nichts Gutes. DFB-Pokal ist schwarz-weiß. Ja, da hatten die beiden Dortmunder Teams nicht ganz so viel zu melden. Ist aber auch nicht so wichtig. Hauptsache, beide sind jetzt hier im Champions League Halbfinale. Ja, ich konnte es mir schon so ein bisschen denken. Nach der nationalen Performance haben die leider auch in der Champions League nicht wirklich überzeugt. Achtelfinal aus. Und die besten Spieler sind auch noch hier beim Verein geblieben. Aber was denn bei Benno Gittens passiert? Der ist einfach von der 97 auf eine 92 runtergegangen. Das kann doch nicht sein. Also auch mit 33 nicht, oder? Also das ging da so ein bisschen schnell. Ja, und jetzt sehen wir direkt, den ZOM haben wir hier zurückgeholt. Aber der andere ist gewechselt. Ja, Saliba übrigens auch noch gewechselt. Der war aber auch nicht mehr so extrem gut. Also ZOM zurückholen und einen neuen Verteidiger holen. Hier muss was passieren. So, Seth Brown, jetzt ist der Malle-Urlaub aber auch mal vorbei. Also ich glaube, gleich müssen wir dann nochmal zur zweiten Mannschaft wechseln. Jetzt spielen wir aber natürlich nochmal die Saison zu Ende. Und ich springe auch komplett zum Ende. Denn ich bin hier komplett am Ende. Und ja, wir haben die Champions League gewonnen. Super toll. Juhu. Bundesliga auch gewonnen. 97 Punkte. Trotzdem noch eine Niederlage. Also wir waren hier einfach mal 2 Spiele davon entfernt, die wirklich perfekte Saison zu spielen. Aber auch das hätte natürlich nichts gebracht. DFB-Pokal sowieso
auch nicht so richtig am Start gewesen. Aber Bundesliga und Champions League hat die Mannschaft natürlich wieder abgeliefert. Die Mannschaft werde ich aber jetzt gleich verlassen. Mal gucken, ob ich da noch Transfers hinbekomme. Hier sehen wir jetzt erstmal zum letzten Mal die Statistiken. Und normalerweise wäre jetzt die Karriere nach 15 Saisons vorbei. Aber wir werden hier einfach noch weitergehen. Ich werde jetzt übrigens auch den Theo Hernandez Region holen. Das wird jetzt hier der letzte richtige Transfer bei der ersten Mannschaft. Und was ist denn jetzt bitte mit mir los? Aus Versehen habe ich hier eine Freigabesumme von 1 Euro drin. Okay, ich bin einfach durch. Ja, mach doch einfach mal Karriere-Challenges, die so ein bisschen extremer sind. Das könnte vielleicht gut ankommen. Ja, das war ja eine super Idee hier. Kommt wahrscheinlich nicht gut an. Und bei mir kommt es hier in der Aufnahme gerade auch überhaupt nicht gut an. Mein Körper und mein Kopf denken sich hier gerade, Mann. Also, das war ja wirklich wieder ein Geniestreich. Ja, 130 Millionen bezahlen wir hier. Und das Ganze ist zumindest noch ein Upgrade hier beim Alter. Aber jetzt verlassen wir diese Mannschaft fürs Erste. Ich hoffe, wir sehen uns im Champions-League-Finale wieder. Zum Abschluss bekomme ich hier nochmal eine nette Nachricht vom Vorstand. Das war wirklich keine Absicht hier mit dem Euro. Vielleicht habe ich hier gerade einfach mal 130 Millionen verbrannt. Vielleicht holen wir den aber auch einfach rüber zur zweiten Mannschaft. Genauso wie diese 74 Millionen. Ja, ich habe gehofft, dass ich das Ganze hier nicht mehr machen muss. Aber jetzt wartet hier wieder eine Menge Arbeit. Und ich weiß noch die Zeiten, wo ich nebenbei mal auf der Baustelle gearbeitet habe. Ich sag euch ehrlich, also da bin ich ein bisschen zufriedener nach Hause gekommen. Da habe ich mich psychisch 1000 Mal besser gefühlt als jetzt. So, Entwicklungspläne noch machen. Vielleicht dauert das ja noch ein paar Jahre. Ich hoffe aber nicht, denn ja, die meisten Spieler sind jetzt nicht mehr die jüngsten. So, Scouts können wir hier auch wieder komplett neu einstellen. Und was ist das denn jetzt hier? Jetzt gehen wir mit 67 Millionen rein. Ja gut, die 76 oder 73 Millionen von dem anderen Team, die gönnen wir uns vielleicht nächstes Jahr, denn der Spieler macht mehr Sinn. Wir holen Guardiol jetzt in die zweite Mannschaft. Keine Ahnung, wie der hier noch eine 90er Gesamtstärke mit 36 hat. Aber das ist mir auch komplett egal. Hauptsache, er hat die 90er Gesamtstärke. 18 Millionen bezahlen wir. Und damit haben wir schon mal das größte Problem hier in der Startelf gelöst. Ja, mehr können wir da auch nicht machen. Gucken wir noch kurz auf die Bank. Also da muss noch ein bisschen was passieren. Aber wir haben nicht wirklich viel Geld. Und freie Spieler hole ich erst, wenn es in dieser Saison nicht klappt. Torwart kann ich hier aber holen. Also da gibt es jetzt wieder einen vernünftigen Backup-Keeper. Also 90er plus 85er Gesamtstärke für unter 20 Millionen. Darüber könnte man sich freuen, wenn man noch irgendwas fühlen würde. Ja gut, komm, ich bring's noch zu Ende. Ich suche noch nach freien Spielern. Hoffentlich ist hier noch irgendein guter dabei. Aber nee, ich glaube, das werde ich hier nicht mehr schaffen. Der Scout, der muss das hier für die nächste Saison regeln. Aber ich hoffe wie immer, dass es die hier nicht gibt. Wir gehen ins Jahr 2039 und springen auch direkt schon in den April rein. Ich glaube, als Zuschauer kann man das nicht ganz so nachvollziehen. Aber das fühlt sich nach Abstiegskampf an, wo man irgendwie nach ein, zwei Punkten noch greift. Aber irgendwie wirklich gar nichts funktioniert. Die Nerven liegen blank, wir sind im Viertelfinale und gucken jetzt direkt auf das Halbfinale, wo wir dann hoffentlich auch am Start sind. Ja, wir haben uns da schon mal durchgesetzt und Karriereende. Over das Ding. Ich bin raus, Kreuzbandriss rechts und links. Das kann nicht sein. DFB-Pokal gegen die zweite Mannschaft gewonnen. Die steht jetzt hier auch im Champions-League-Finale. Und kann die das jetzt bitte auch mal gewinnen? Ich meine natürlich die erste Mannschaft. Wir sind natürlich jetzt bei der zweiten. Und ja, die zweite, also die erste gewinnt die Champions-League. Ach, das macht doch gar keinen Sinn. Die haben die doch schon ein paar Mal gewonnen. Leute, was macht ihr hier eigentlich noch? Lasst mich in meiner depressiven Phase hier bitte einfach alleine. Wir gehen hier tatsächlich in Saison Nummer 17. Keine Nerven mehr für Transfers. Wir gehen direkt ins Jahr 2040 rein in den April. Und das fühlt sich nicht wie ein April-Scherz hier an, sondern wie ein Unfall und ihr seid in dem Falle die Gaffer. Und ich bin der Vollidiot, der so komplett von der Fahrbahn hier abgefallen ist. Abgefallen? Ach, keine Ahnung, wir haben Achtelfinale verloren. Ich bin durch, bis morgen. Okay, ich bin wieder zurück. Ein paar Stunden weg gewesen. Jetzt kratze ich hier noch die letzte Hoffnung zusammen. Ja, und wenn ich dieses Finale hier sehe, dann habe ich schon direkt wieder eigentlich gar keinen Bock mehr. Denn dass die beiden Dortmund-Teams es hier nicht ins Finale geschafft haben, ist nochmal doppelt bitter. Aber egal, schnell Durchlauf, damit ich später noch schlafen kann und das Thema auch irgendwie abschließen kann. Wenn ich jetzt hier privat spielen würde, dann hätte ich das Spiel schon dreimal deinstalliert. Jetzt suche ich hier nach freien Spielern und ja, das sieht momentan nicht so gut aus. Denn da finde ich nur einen einzigen. Und Geld für richtige Kracher-Transfers ist momentan auch nicht da. Aber gut, das ist schon mal Transfer Nummer 1 und ich darf echt nicht drüber nachdenken, dass alle Gesamtstärken hier gerade so richtig drastisch runtergehen und direkt guten Ersatz zu holen wird wirklich schwierig und das können wir auch nur auf einer Position machen. Ich nehme jetzt das Geld von dem anderen Team rüber, mir komplett egal. Wenn irgendjemand hier rumnervt mit Cheats oder so, dann werden hier absolut Permas verteilt, gar keinen Bock hier eine halbe Woche lang aufzunehmen und dann auch noch so ein Feedback zu bekommen. Ja, mach doch mal entspannt eine Challenge. Ja, ein bisschen schwieriger vielleicht, aber so. Ja, 6 bis 8 Stunden ist ja kein Problem, ein bisschen Karriere zocken. Bruh. So wie in alten Zeiten, wenn irgendwie alles andere nicht lief, dann lief zumindest Karriere. Also noch bevor ich den Kanal hier gegründet habe, aber ja, noch nicht mal das funktioniert jetzt hier. Ja, Transfer haben wir gemacht, mehr können wir auch nicht wirklich machen. Ich habe jetzt keine Lust, 10 Minuten nach irgendeinem Ersatzspieler zu suchen. Jetzt habe ich locker 3 Stunden oder so Pause gemacht. Sandwich, Eis und einen Spaziergang. Also die wirklich allerletzten Sträume, um hier irgendwie klarzukommen. Und nach 15 Minuten hier wieder in der Aufnahme bin ich wieder genau an dem gleichen Punkt wie eben. Und wir sind noch nicht mal in die Saison reingegangen. Wir sind im Januar.
Champions League Achtelfinale steht schon mal, aber alles andere wäre auch nicht mehr zumutbar gewesen. Wir springen rein in den April. Achtelfinale diesmal überstanden, das ist eine gute Nachricht. Was ihr übrigens nicht hört, was jetzt auch nicht unbedingt hilft, ist, dass ich mich die ganze Zeit verspreche, weil einfach die Konzentration nicht mehr da ist. Und das hilft jetzt nicht unbedingt, ruhig zu bleiben. Wir gucken direkt mal, ob wir auch im Mai noch ruhig bleiben können. Jetzt Achtelfinale gegen Atletico Madrid. Okay, gar nicht drüber nachdenken. Bundesliga-Tabelle, DFB-Pokal, okay, hat die erste Mannschaft gewonnen, cool. Champions League hat die erste Mannschaft gewonnen, cool. So, Statistiken, auch cool. Spieler geholt, der geht 5 Gesamtstärken runter, extrem cool. So, Transfer muss gemacht werden hier am Anfang der Saison. Und jetzt könnten wir hier eine absolute Club-Legende verlieren. Meine Güte, ist hier zwischenzeitlich auf der 97 gewesen. Oder ich weiß nicht mehr, was ich bieten soll. 112 Millionen haben wir noch. Ach, komm, ich biete einfach 100 Millionen, ich bin weg. Zum Glück geht das irgendwie auf, ich denke überhaupt nicht mehr nach. Ich kann nicht mehr nachdenken. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache, aber 94er Gesamtstärke, linker Flügel, jung. Bin zufrieden, Transferphase vorbei, wir springen in die Saison. Komm bitte, mit ihm muss es jetzt hier funktionieren. Das ist übrigens der Vinicius Regen oder sowas. Okay, wir springen direkt in den April. Okay, Achtelfinale überstanden gegen die Roma, nächster italienischer Gegner. Bologna macht uns hoffentlich jetzt nicht zur Bolognese. Was laber ich hier? 1:1 das Hinspiel. Okay, Rückspiel gewonnen. Jetzt gucken wir auf das Halbfinale. Okay, bitte, bitte jetzt. Die andere Mannschaft muss jetzt bitte auch im Halbfinale sein. Komm schon, komm schon, komm schon, bitte, bitte. Die andere Mannschaft ist hier im Halbfinale. Okay, das dürfen wir jetzt bitte nicht verhauen. Barcelona und Marseille. Und jetzt nur noch Juventus Turin und die andere Mannschaft habe ich mir gar nicht gemerkt. 3:1 Sieg, sehr gute Sache. Bis auf die Linksverteidigerposition sind wir auch Weltklasse besetzt. Sollte kein Problem sein hier im Rückspiel. Okay, ist zum Glück kein Problem, auch wenn es hier eine Niederlage gibt. Aber jetzt natürlich ganz wichtig, was macht die andere Mannschaft? Die kommt jetzt hier weiter, endlich. Okay, es ist gleich vorbei, aber sowas mache ich, glaube ich, nie wieder. Das war einfach wirklich zu viel. Das hatte nichts mehr mit Spaß zu tun. Das war einfach eine Selbstverarschung hier. Und jetzt hoffe ich zum Abschluss, dass die zweite Mannschaft hier auch noch mit einem Champions-League-Titel rausgeht. Denn wir sind jetzt hier einfach im Jahr 2042. Die sind seit 15 Saisons ein Weltklasse-Team und haben die Champions League immer noch nicht gewonnen. Okay, einfach schnell wegsummulieren. Wir haben gewonnen. Wir haben das Champions League-Finale gewonnen. Ja, die zweite Mannschaft nicht. Egal. Elfmeterschießen, okay, auch cool. Aber in so einer Phase jetzt hier 15 Stunden Aufnahme und wirklich so oft scheitern, das war ein bisschen zu viel. Aber wirklich danke für jeden, der hier bis zum Ende zugeschaut hat. Klickt euch zu einem Video, wo die Laune ein bisschen besser ist. Danke fürs Zuschauen.